vier geworfen als Spion zu schaffen und du hast entweder lebenslänglich oder Todesstrafe. Die Leute auf die Straße gingen und sie sind keine Mann, am zweiten Tag sind sie einfach näher geschossen. Ich sage immer, Spruch ist der Schlüssel für die Integration. Das ist zu mir, ihr braucht einen Businessplan. 13, 14. Kein Ahnung, was den fucking Businessplan hat. Und so ein Marion Dordwender ist eine Ehrenfrau. Man hat Experience für dich im Privatsektor. Mhm. Ab zu ihr, wenn man beste Willen kennt, bei mir nicht dann tut, das ist kein Gleichstum. Also, wenn du kein Case im Moment vermisst oder so, dann bist du, die Integration ist gelungen. Willkommen zurück bei der Gölle Froh, dem Nummer 1 Podcast zu Lützeburg. Mein Name ist Tom Busler und ich bin hier Mann. Philipp Iberich und heute haben wir die ganz große Eier bei uns tun, den Amir Vesali. Wee! Richtig ausgespannt. Wer ist der Rich? Moin. Mal am Anfang als ob Persisch, wenn ich das will so machen. Amir. Amir? Und auf Lützeburg seht ihr einfach Amir Vesali. Vesali. Ja. Und dein Name richtig als Vesali, ja. Auch was, Vesali. Ja. Okay. Auf Persisch auch? Vesali. Okay. Ja. Maja, merci, dass du Zeit geholt hast. Merci. Du bist ganz engagiert, politisch, wie auch drüber raus. Ich meine, wir haben ganz viele interessante Themen schon kurz angeschaut am Viergespräch. Willst du einfach anfangen, dich vielleicht einfach kurz vorzustellen? Ja, ganz gerne. Maja, ich bin der Name Vesali, 25, von Volt. Also, an meiner Freizeit bin ich als Benevol, besetze ich Funktion vom Präsident, Co-Präsident von Junker Sozialisten, das Jugendsektion von der LSAP. Für drunter war ich Präsident vom Jugendparlament. Und für die Zeit, was mir noch übrig bleibt, bin ich ein Bruder von drei Geschwistern und ein Bruder für mein gutes Kollege. Kannst du was fertig mit Studieren? Ich war schon noch mein Bachelor für kurz und fertig gemacht. Okay. Genau. Denkst du heim mit der Familie, mit der Familie? Poetisch. So, darauf kommen wir schlussend mal hier hin, für uns fangen. Weil es so warm ist, trinken wir auch schon. Ja. Am hier muss es da ja so warm sein. Das ist wirklich schön. Prost. Du willst da alles grüßen. Prost. 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 Der Tisch bei den Sachen, die es Lob gezählt ist, du sagst, Benevol, verdenkst du denn nicht? Nein, einfach nicht. Gut nicht. Also, okay. Schon mit 16, mit der Politik, kann ich so angefangen. Für drunter am Schülerkomitee, am Lycée, mit Dono, war ich am Jugendparlament und bis heute, all Engagement, was ich hatte, war wirklich freiwillig, Benevol. Da geht aber ganz viel Zeit drüber, 15 Stunden bis heute so 20 Stunden die Woche und heute sogar mehr intensiv. Und ein Kerl und ich aber, wenn es engagiert, was ich gehalten habe, für eine neue Museumwoche, meine ich an der Stadt. 150 Euro kriegt gehalten, nee. Wow! Das war voll. Kriegt ihr nicht dafür bezahlt, nee. Aber für wen müsst ihr dann? Ich meine, das muss ich so ein Element Déclencheur aus meinem Leben haben. Boah, ich komme aus einer Familie, was mega politisch angehaucht war. Mein Papa wollte aber nie, dass ich Politik mache. Ich habe schon mal ein Interview gesucht gehabt. Ich komme nur darüber zurück. Das tut einfach mit seiner Geschichte auch zu tun. Okay. Mein Interesse war schon immer da gewesen, aber den Element Déclencheur, den ich so waren vier gezogene Wahlen und das Referendum über das Ausländerwahlrecht. Ja. Und ich sitze ein Jahr in der Klasse, dann ist mein bester Kollege ein Jahr aus der Klasse gegangen und ich habe gefragt, was ihn da möchte. So, ich habe ein Jugendparlament, am Moment diskutieren wir über das Ausländerwahlrecht und Wahlrecht ab 16. Und ich war direkt mega begeistert davon, ich sagte, kannst du mich was gewinnen, kann ich da sind ich da mitgegangen. Da war ich auch ehrlich gesagt nicht so lange hier im Land geworden. Ich vier Jahre, aber trotzdem hat das mich mega passioniert. Für da kann ich wohl mitzuschwätzen. Und ja, so sind ich da angerutscht. Du bist dann 12? Ja. Circa in das Land gekommen? An 11, ja. An 11? Ja. Wie alt warst du da? Ich hatte da 12. 12 Jahre? Ja, genau. Okay. Und du kannst Spruch nicht, du hast keine Hand, du hast... Absolut gar nicht. Ich bin dann an der Hauptstadt geboren an größeren Tieren mit bald 15 Millionen Einwohnern. Und bei dem, was wir auf Lützburg gekommen sind, wir sind von Findel Richtung Norden gefahren, da waren wir an der Zeit nach zu Niederfehlen, das ist ein Mini-Dorf. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit mein Papa gefragt, wie die Stadt endlich auch kennt. Wir waren schon an der Hauptstadt, wir sind da durchgefahren. Mhm.
für mich waren an, ich war an der größten Norwegerin gewinnt, dann, ja, wie wir auch kommen sind, kann ich keinen Spruch, außer ein bisschen Englisch, was ich an der Schule gelehrt habe, aber für den Rest, ja, absolut. Was war denn, ich mich halt gefreut, weil du hast ja einen Kern in einem Artikel auch gesucht und ich hatte gelesen, ich mich gefreut, was war denn alle Impressionen von Lützeburg so? Es war alles so deichter, groß, es hat geredet, es war kein. Okay. Das war am Anfang also, meine aller erste Erinnerung, ja, die ich am Kopf hatte. Du nur mit der Zeit, wenn ich immer ein Slave Light kennengelernt habe, ich habe für dich keine richtigen Traktoren auf der Straße gesehen. Das habe ich an Terra noch nie gesehen. Ja. Wie hast du das? Also du so wie Dubai? Es hat sich noch geändert, wie ich mich jung war. Wir hatten einen mega kalten Winter, weil das mega heiß gelöst. Du hast ja auch, wenn du nicht weit Richtung Norden von Terra fährst, wirst du auch Schneepiste, du kannst auch Skifahren. Wirklich, am Iran. Du kannst Iraner sehen, Hochgebirge, das ist mega heiß. Ich bin so von Spiel, wer wird Millionär, wer gibt so vor, kann ich nur Skifahren. Nee, du kannst halt auch Skifahren, so ein Skipiste. Wir waren halt mir warm, immer über 35 Grad. Aber die aller Läschke, wie ich da war, das war 6 Jahre hier. Da war es kein Mal, wo anders das war. Und da kann ich sagen, dass es ein bisschen wie Dubai ist. Ja. Klimawandel. Sollen wir für dich noch mal über die ganzen Flüchtlinge zu schwätzen, immer dann noch so bei Politik kommen? Wie soll man das abbauen? Ich wollte mir eine Frage stellen, und das geht dann von Hand in Hand. Wie ist die Mentalität von Lützebäuer par rapport zu Demos am Iran? Wo ist eine große Diskrepanz so an der Mentalität von den Leuten empfunden? Ich meine, es geht, weil am Anfang sind schon eine Remix-Familie ist so ein Abgewurz. Also, meine Eltern sind alle beide Iraner, aber einerseits sind sie Christen und andererseits Muslimen. Das heißt, wenn du schon ein bisschen das christliche Haus ohne Religion zu sehen, kannst du dich, meine ich, echt so und die Situation adaptieren, weil so ähnliche Traditionen ist, du feierst auch Christtag und Silvester etc. Das ist an dem Sinn, wo aber kein Problem. Was mir heute aber aufgefallen war, dass der Fakt, dass die Leute so nicht direkt sind, immer probieren, sich zurückzuhalten. Und ich sehe ihn echt da, den kein Blatt für den Mund hält. Mhm. Als Lützbäuer, typisch Lützbäuer, probiert ihn immer so den Mittelweg zu fahren. Und von so wie mir. ja, so ein bisschen so aller Schweiz. Und das ist mir direkt aber relativ aufgefallen. Was per se nicht schlecht ist, das. Ne? Da willst du, sehen wir auch, meine ich, auch an der Politik gut angesehen, wenn im internationalen oder europäischen Konflikt geht. Ne? Das ist, weil man einfach so Das ist den Eltern aus ein Christ und ein Muslim, oder? Genau. Okay, und du bist? Am Anfang sind nicht als Christ gedeft. Okay. Ich war auch in meiner Jugendzeit kurz Massendinger. Ja, ich bin aber noch nicht extrem geliebt. Meine Eltern haben alles alle gute freie Schuhe gelassen. Okay. Ja, genau. Also sie sind aber geliebt. Wen hast du bei dir Muslim? Mein Mom. Aber nicht geliebt. Also kein von denen ist glaube ich geliebt. Okay. Und sie hat aber dürfen ein christlicher Mann. Ja, aber das war ein bisschen mehr kritisch, meine ich, bei ihnen gewesen. Ja. Da waren Diskussionen mit. Ja, ich kann mir vorstellen. Was läuft nicht alles mit? Romeo und Juliet. Ja. Sie hatten aber, meine ich, Diskussionen. Ich war im Moment zu Dubai und du hast immer erklärt, dass ein, was das ist, Muslim-Mann, der eine christliche Frau holen, aber umgedreht nicht. Weil kann eine Trillion vom Pop kriegen. Sie mussten sich konvertieren lassen, aber sie haben das nicht so strikt. Ja, sie wollten sich einfach bestellen, fertig. Mein Gott. Die sind progressiv am Anfang. Ja, am Anfang schon. Sie sind ganz, ganz, ganz progressiv. Okay, den meisten Sachen. Das heißt, du bist geboren gehen, und du mit, wenn ich 10 Jahre... 11, 12 Jahre. Haben wir das Land verlassen, aber nicht direkt, weil mein Papa ist vielleicht in die Türkei geflüchtet. Okay. Und wir sind hin an die Vakanzen besichtigt gegangen. Wir haben eben ein paar meine Zeit verbracht. Und ich habe meine Primärschule einfach da gemacht. Meine Mom hat mit mir einfach ein bisschen geübt. Und ich bin zurückgegangen, weil ich ja nicht an der Schule war. Mhm. Und ich habe dann Klassen da zweimal 101 übersprungen. Bis hin dann Richtung Lützburg gekommen ist und dann sind wir hier gekommen. Ja. Also ich habe in dem Artikel, just für zu resümieren, auch eben gelesen, hier gab es beschuldigt, am Iran Spion zu sehen, hier nicht für die Regierung geschafft. Ja. Da werden sie effektiv geflüchtet, wie sie sehen, an der Türkei. Und da von der Türkei weiter, wirklich so wie ihn kennt, hat die ganze Odyssee natürlich, ganz genau. Ja, das ist richtig. Also, er hat ganz am Anfang hat ihn für Geheimdienst geschafft, und noch, wo ihn am Ministère d'État als Büro da hat er geschafft, weil ihn aber den Background hat, wie Irak-Krieg ausgebrochen ist, wie Amerikaner Irak angegriffen haben, als ihn dann an das Lupischland geschickt hat, für die Situation zu analysieren. Und er hat so lauter Geheiminformationen, wo dann
wann hin die Informationen net weitergin hat wie lewen vun dosen amerikaisch Soldaten agi vorkom an ze stimme an gedchte kennt noch men kannner sinn also hin informationen weitergin an hewer schaffen der kipp war alle schener gut sie kommen zreck no enger woch verschwind den an mir hat den 3 Wochen lang keine ahnung wo hin nass mir hat den neich mir heieren an dat war ganz 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 schrecklich für uns, weil nur 2 Wochen durchte mal okay das gestören also wann in dem so hoch positionär das am Iran verschwindet da weißt du normalerweise was läuft an hier konnte also auch nicht kontaktieren weil alles aufgleicht hat was mein Mama nicht du die man gemacht und ich meine das war mein echt politische Aktion mir hat so Plakate gemacht wie wann muss mein Pop den Unschuldig aus stirben mega clever für ein Geheimdienstgebäude gegangen wird keine 10 Minuten gedauert dass ich mal auch alle in 2 Jahren Untersuchungshaft gesagt habe du sagst ja du auch ist die Mat okay. An Untersuchungshaft gesagt gehen und du sagst ja was bedeutet an einem Rechtsstaat zu leben wird mehr hei hun du hast keine mal egal wie alt du bist und für mich war die Situation so stressig dass dem Moment wo den Herr und wo sein Madame hat so Kopf durch die Frau gestaltet war so stressig dass ich einfach durch schwach im Gefallen sehen krass aus purem Stress an wie schwach war wo ich bei meinen Großeltern daheim weil sie mich dann sicher kommen sehen mir es war nicht evident bis paar Wochen danach wurde mir von einem weiten Familie von uns ein Brief geschickt, wo dran stand, heute ein Pop lebt, den hast du nämlich im Iran. Und danach wurde mir mit, dass er am Anfang bis an iranisch-türkisch Grenz gegangen ist und da mein Pferd über die Birge an die Türkei geflüchtet. Das ist so fuhr am Anfang die Geschichte. Weil ich konnte ja nicht am Fluch, aber sonst ging direkt festgehalten. Und, ja, wo war in die paar Wochen? Da war ich am Untersuchungshaft und sie haben ihm dann halt das 4 geworfen, als Spion zu schaffen und du hast entweder lebenslänglich oder Todesstrafe. Ja, er hat Glück gehabt, dass der Untersuchungsrichter ein von seinen alten Schulkameraden war. Da konnten sie einfach noch etwas gedreht, wie das hinkommt, fortlaufen und Land verlassen. Ja. Das heißt, er konnte ihr auch nicht kontaktieren? Nein, nee, überhaupt nicht. Okay. Nee, weil sonst wie er hingefahren, sie weiß dann da ganz genau, wo er ist. Und mir eben auch Mutter gefahren, weil sie dann vermengen, dass man Informationen hat, aber wir wussten nicht. Und die von Geheimnis, sie sind sich auch nur bewusst, dass wir absolut nicht wussten, wohin drin ist. Ne? Kannst du dich nur noch genau daran erinnern, oder ist das so ein Nein, ich kann mich wirklich nur erinnern, dass das ist so ein Moment, da vergisst du nicht. Obwohl du dann probierst, ihn zu verdrängen, und das ist auch gut so, weil das ist auch eigentlich nicht gut, wenn du alle Momente dich dann daran erinnerst oder so. Das ist Geschichte, das wird ihn aufgeschlossen, aber wenn ich aber konkret will zurückdenken, hat ihn all die Bilder für den Namen. Aber wie war der Moment, wo du den Brief gekriegt hast? Frau? Ja. Aber der Nacht für drunter war extrem scheiße. Weil den uns gedroht hat, von Geheimdienst, von den für meinen Pop geschafft hat am Anfang, und das den mich immer an die Schule gefahren hat oder hin und her gecheuert hat. Aber gerade der Mann hat dann probiert Druck zu machen, weil natürlich ein Interesse ja wahrscheinlich für ihn am Spiel waren. Mit dem Moment, als mir stehen vom Herzen gefallen, ich nur angefangen zu kreischen und auf Knie gefallen. Weil ich einfach nicht wirklich konnte leben, dass ihn aber lief. Weil du probierst ja an deinem Kopf dann aufzuschließen und so, hey, dann mein Papa ist nicht mehr da. Und dann hast du gesagt, nein, hier lief aber. Ja, du hast hier für dich hier gekommen? Nein, an Türkei. Ja, ja. 2 Jahre lang hier gelebt. Und du warst ja noch am Iran? Wir waren noch am Iran. Okay. Wir sind hin aber heute so besichert gegangen. An Vakanzen. Und das tut er dürfen? Schön, Vakanzen. Aber ja, wir sind aber an der Zeit an der Tischenseite mal expropriiert. Alles, was wir hatten. Und ich komme aus einer relativ reichen Familie. Alles gut von einem Tag auf den anderen weggeholt. Außerdem, was geblieben ist, wo das Haus, ein Haus war, das von meiner Mama war. Und das hatten wir auch lösen mal für die Schmöbel verkauft, für uns selber zu finanzieren, weil ich war in einer Privatschule, und meinen Pop zu finanzieren. Und das Türkei kriegst du nicht als Demandeur der Protektion der Seele. Einfach, du musst selber eins gehen. Bis wir auch Haus verkauft haben, für Hannover können auf Lützburg zu kommen. Also, das war nicht evident. Wenn wir sind hin eben besichert gegangen, bis irgendwann da doch abgefallen ist. Wie wir eigentlich zurück waren, putte ich da noch Stunden Leute vom Geheimdienst am Hotel von meinem Papa. Und da hat sein Odyssee am Anfang angefangen. Da hat die Rucksack gepackt, Richtung Izmir gegangen, was Richtung Mittelmeer am Anfang. Und da Schlauchboot geholt, Richtung Kosinsel und so weiter und so fort, weil ich konnte nicht da bleiben. Obwohl er aber in der Zeit sein Status als Flüchtling unerkannt gekriegt hat und wir hatten in Amerika gehen. Ich konnte in dem Moment aber nicht da bleiben, weil ich wusste, okay, die sind 100 Mal, ich muss 4 Uhr fahren. Und dann nachher ist der ganze Stress. Hallo, ist das aber chill, seitdem du heute gehst. Ah, ja. Und du kannst auch zurück, du sollst für 6 Jahre warst du. Für 6 Jahre, du warst noch gerade aussehen gehen.
Okay. Das war auch die allerletzte, wie mein Baum gestorben, dass ich nicht zurückgegangen. Ab dann sind ich nicht mehr zurückgegangen, weil für raus habe ich aber ein bisschen auf die Seite gezogen und da sagt sie, ah, du bist volljährig, du weißt ja, dass wir so Wehrpflicht noch mehr haben. Dann musst du hierher noch gehen und ich hatte mein Hemd ganz groß ab und ich hatte meine Kette noch da. Und als Christ, als iranisch Christ, ist das doch nicht immer so einfach. Und da habe ich die Familien umgesehen und ja, das war geil. Wir waren die letzten noch an der Flieger gekommen sind. Und dein Papa war nie mit dir, oder? Nein, 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 ich kann Okay. auch nicht. Ich will das doch ehrlich nicht. Ja. Obwohl in Land. Meine Mom geht hier ins Tor, aber nicht tags alle 4 oder 5 Jahre. Bis dahin hat sie noch andere Probleme Okay. gehabt, Ich wie habe so Angst, ihm zu kommen. Aber das ist dann die Regierung, Karim, damit, oder wen als. Das am Anfang ist Wen das ist das Problem? Weißt du, was ich meine? ein das ist ein Paramiliz, was Okay. mittlerweile die Ökonomie an Dealer von nicht Militär, aber so, das ist eine Form von Police-Gewalt, was wir heute nicht kennen, ne? Weil sie kontrollieren einerseits die Ökonomie, wie ich gesagt habe, und Politik, aber auch Flughafen etc. Sie haben immense Pouvoir. Am Anfang sind das die Gard-Revolutionären, das sind die, die nur der islamischen Revolution entgegengekommen sind, das sind die, die ganz, ganz extrem sind quasi. Mit Land Okay. selber ist es wunderschön, auch als Tourist hat die Männer Probleme. Kein Döner gehört mehr. Wenn ihr aber so einen Background habt, dann gewinnt schon ein paar Mal Ja, überlegen, ob das ihr heißt, wollt als drehen. Tourist kennt ihr noch nie Probleme Ja, hier. Das ist nicht gefährlich. demnals wie der irische Präsident nach Dover zu Obama seiner Zeit, da kommen auch Ouvertüren, etwa Milaba. Mit Land selber ist es nicht gefährlich, Land das ist mega, mega sicher. Also, Okay. das ist mein das sicherste Land an der Region, ne? Wenn ihr rundherum guckt, wo überall Krieg, Attentäter etc. Das ist aber mehr stabil. Okay. Aber, just für mein Verständnis, ist die gar nicht so krass gut informiert, muss ich gestehen. Die Regierung selber, hat die noch viel Musch, noch viel Puffer, oder ist es am Fond nicht mehr noch so genre-symbolisch? also sie sind intern mega zersplittert, Okay. weil du hast die, die mehr libertär sind und andere, die Hardliner sind, aber islamisch Hardliner sind. Mehr nur Bausen und für das Land zu kontrollieren, sind sie aber genisch. Ja. Da, sie probieren mit allen Mitteln sich und Bush zu halten. Sie haben bis 400 ein bisschen Ouvertüre gemacht, dann dürfen noch Frauen, Konzerten organisieren, sagen, das ist alles das, was verboten ist. Ne? Okay. Weil einfach den internen Druck zu groß genug ist. Mit Unterstützung haben sie schon bei größeren Teilen, zum Beispiel bei jungen Leuten an der Gesellschaft verloren. Also, das ist nicht so, wie wenn Iraner alle gute, mega streng gelebte Muslime wären. Nein, das ist nicht der Fall. Aber sie haben die Leute so Angst gemacht und Terror gemacht, dass sie sich nicht mehr trauen, für das, für etwas dagegen zu machen. Im Moment, wo konnte der Kipp kommen, wo 2007, 2008, das war nur die Wahlen für den Ahmadinejad, das war den verrückten Präsidenten, den mit der Atombombe wohl auf Israel gegangen, das war den. Den ist an Rim gewählt gehen, obwohl ein anderer Kandidat definitiv die Unterstützung von Population hat. Ich Und würde da da mal sind, zugehen, ja. da, sie haben das Green Movement genannt, da sind Leute auf Straße gegangen und sie sind Karaman am zweiten Tag sind sie einfach näher geschossen gehen. Und du wären blutbar durch alle Straßen, bis Leute irgendwann abgegangen, weil so viele Leute gestorben sind. Mit waren Millionen von Leuten auf der Straße. Ja. Meine Teil schon gut, ja. Millionen Teil definitiv gut. Und müssen jetzt so wissen, was wirklich Demokratie bedeutet. Ja. Wenn ihr so Sachen erlebt, dann noch rezent, wenn es Klimawandel sind, größere Flüsse mir reingedrischen, da sind Leute demonstrieren gegangen, die sind einfach näher geschossen. Wie war? Das tut Weil ja sie nice. demonstriert haben, weil sie gegen die Regierung demonstriert haben. Kennt der Fluss? Der ist einfach nicht so Kritik Ja, äußern, gell, der Staat. das ist radikal, das ist Das ist radikal. Ich will Querdenker, nicht so, ich so immer, muss nicht mal so in Balance finden, da aber haben du kannst nicht so, dass wir nicht an einem Rechtsstaat sind, heute. wir. Ja. Nee, gut, du Also, kannst, au ja. contraire, weil nicht an einem Rechtsstaat zu sein, bedeutet etwas anderes. Was ist etwas Gutes zu haben? Landschaft. Die Die Essen. Landschaft, Essen, die verschiedenen Kulturen. Du hast über 14 verschiedene Kulturen und Sprachen am Iran. Das heißt, wenn ich so Richtung türkisch grenze, die schwätzen türkisch. Oder am Süden sind die schwätzen arabisch. Ich gebe dann das nicht verstehen. Ne? Also, das ist nicht ein Land, Iran und Jidarin als selbst, das ist nicht der Fall. Du hast Vielfalt von Religionen und Kulturen und erstgewünschten Kleidungen. So wie zuletzt über Japan. Ja, aber ein bisschen mehr krass ausgeprägt, aber. Wir sind ja auch immer mehr, denn halt so viel Ja. Multikulti und so.
Ja. Das ist ein anderes Thema für nur. Komm, Mann, das ist noch Genau, fertig, weil du genau. hast auch viel über Lützburger Sprache, Kultur, so Genau, fand ich so ja. da Gedanken gemacht, ganz interessant Gedanken. Was mir die ganze Zeit am Kabel geblieben ist, also, wie krass wurde dich geprägt, die ganze Erfahrung, die du beschreibst. Anfang die Menschen, die ich heute sehe, wurden natürlich mit meiner Vergangenheit zu denen. Einfach aus einer immens privilegierten Familie zu kommen, den alles hat, den nicht wusste, was so am Anfang bedeutet, weil er am Minute, Überfluss gelebt hat, genau. Und aber von einem Moment auf den anderen alles verloren hat. Und wir teilen so 30, 35 Minuten zu Fuß an die Schule trippeln, für einfach keine normalen Schule zu gehen. Das ist ein immenser Unterschied. Und dann natürlich die Switch zu machen, ob Lützburg zu kommen, ein komplett fremdes Land, du kennst Sprache nicht, du kennst Leute nicht, Schiederin ist fremd und du kennst gehen. An der Zeit haben noch nicht viele Leute aus dem Iran hier gewohnt. Ich meine, für bosnische oder portugiesische Population ist es anders, weil sie hatten aber die Leute, die dieselbe Sprache gesprochen Ja, haben. das war Wir wirklich. waren am höchsten Norden komplett verloren. Und das möchte den Anfang. Ob ich Moment so introvertiert, weil ich bezeichne mich selber als so ein extrovertierter Mensch. Aber an der Zeit, wo man hat, dann, ich hatte mich immer zurückgezogen, schon bald mit keinem gespart. Ich war immer allein und es war immer so deutsch. Und wir sind noch am Wand da reingekommen. Das ist der schlechteste Moment erwischt. Ja. Und dann löst sich den, okay, vielleicht ist es einfach nicht alles so schlecht. Und natürlich, wenn ich einen Spruch lehre, da kennt jemand Leute in Kontakt. Und ich sage immer, Spruch ist der Schlüssel für die Integration. Und das ist tatsächlich so, weil wenn du Spruch nicht sprichst, Ja. dann kannst du nicht viel kommen. Du kannst nicht arbeiten, du bist nicht gut an der Schule und du kannst kein soziales Netz aufbauen. Ja. Und doch, das hat mich zu einem Mensch gemacht, den am Anfang alle Cent wertschätzt, die noch weiß, von einem Moment auf den anderen kann alles kippen, obwohl er sich das nicht hofft und probiert dafür zu sorgen. Mehr schmengen, und das tut meine ganze Familie, sogar wenn das ein Kerl gegen geschehen. Wir könnten von heute auf morgen alles aufbauen, weil wir aber die Erfahrung schon haben. Und noch so Entrepreneurs-Geist, Das ist aber halt, ich was an der ich mal Familie höre, ja. gedurcht habe, wo du davon geschwärzt hast, dass du eben den. Also, du hast ja, für du, wie man geschwärzt hast, ja gesagt, dass die Lo heute zuletzt, wo ich auch in der abgebaut habe. Du hast Ja. nicht gesagt, was, weil Ja. man danach drüber will schwarze. Aber das ist einfach der Mindset, mein Geschehen, der Richtig. Aufbau ist. Und den, da kannst du immer rum machen. Das ist genau das, das sieht auch mein Pop. Also, für ihn, Platz, wo ich komme, hat ihm eigentlich so 20 Cent, 30 Cent an der Tasche. Ich habe bald keine Suche mehr. Ne? Gott sei Dank denke ich, dass wir zum Mittelstand aber gehören hier im Land. Und hier sehe ich doch, von hin, ich und von anderen alles verliert, könnte ihn aber noch immer alles aufbauen, für aber einen gewissen Wohlstand zu holen. Wisst du, das ist der Mindset. Natürlich musst du Glück haben, der Framing rundherum muss stimmen. Zufall heißt an gut Leute begegnen, ne? Weil das nicht alles allein auf dich bezieht. Aber wenn alles das kombiniert, dann richtig Mindset, du hast, denke ich, aber dazu der Schrubb Willst schaffen du denn muss. kurz so, war dir so von Kommerz oder der Pop aufgebaut wird und auch wie nicht gemacht wird? Ja, also, für zu sagen, die ersten 3 Jahre, 3, 4 Jahre, wie wir hier waren, wir haben vom RMG gelebt. Okay. Das Revis hat das da sein. Und da wenn zu sagen, ich weiß, wie das auch dummer zu leben. Und Wie viel hast du mir, jetzt ganz kurz für die Leute, für mich damals auch? war 1600 Euro, Okay. 1700 Euro für eine Familie, das war, und damals waren wir zu feiern. Das ist Krass. 10 Mal nicht. Also, an Internet war damals nicht so billig und noch nicht so sehr. Das ist, wenn du deine Familie am Iran kontaktieren, mich so auf Tankstelle, also so Ticket kaufen gehen. Du hast heute die 5 Euro nicht, für mal anzurufen. Krass, ja. Und was das halt 5 Euro mehr. Das ist aber der Moment, wo das alles für dich gewesen. Aber trotz allem, wenn man probiert, ein bisschen so einzuspüren, von dem, was wir rausgekriegt haben. Und damals, das ist mittlerweile, denke ich, 10 Jahre her, war etwas wie Dropshipping gar nicht bekannt. Aber ich habe schon damals Dropshipping gemacht, weil ich wollte so verdienen. Okay. Und ich habe auch heute da dann über das Internet Sachen bestellt, zum Beispiel auf Frankreich, und ich dann Handy oder Kameraobjektive gesehen hat, die mir billig waren und reduzieren schon die Kauf. Und auf Amazon oder eBay in Deutschland für mich da ja verkauft. Der gut für ja, was du? Ich hatte da 13, meine ich, 13, 14. Ich habe natürlich alles über meinen Pop gemacht, aber da konnte man aber so sammeln, ich meine, wir hatten 1000 Euro, 1500 Euro. Da sind wir eigentlich an die Belsch gegangen und da sollten wir heute Lokklammer und Autos-Business rüber. Und da haben wir ein Occasionsauto gekauft und den allerersten Auto, den wir gekauft haben, war ein weißer Ford Fiesta 94 von einer aller Boom, mega proper, auf Lützburg spricht. Und
pur meint noch mir da den Auto manchmal für 3.000-4.000 Euro verkauft. Und da ja, kriegst du schon den minimalen Kapital. Ja. Ne? Und wir haben das immer so weit gemacht, bis wir keine so bald 3.000 Euro zusammen hatten. Das hat sich aber über ein Jahr gezogen. Und damals, keine Ahnung, du hast das gemacht und direkt kannst du das verkaufen. Mhm. Das war mega. Und du noch mal deine Söhne sind mal auf die Bank gegangen und so hat man heute gesagt, wir wollen ein Geschäft abmachen. Und wir sagten, ja, was für ein Geschäft sollen wir abmachen? Weil mein Papa hat nie so ein Geschäft geschafft. Am Iran hat er am mobilen Bereich auch nebenbei so ein bisschen. Wo ihn tätig, mir aber nicht an Geschäfte. Mehr wie hin heu war, hin hat probiert, weil ihn türkisch Spruch dann aber beherrschen konnte, weil ihn hat ja an der Türkei gelehrt, wo ich ihn an einem Kebab am Anfang geschafft habe. So hat man, okay, wisst ihr was, wir machen einfach ein Kebab. und wie kommt das? Ich hatte an der Zeit Taekwondo gemacht. Ich finde, ich möchte auch Kampfsport, ne? Karate, okay, ja. Ich hatte Taekwondo gemacht. Es war an so einem Binnenlux-Meisterschaft, den ich verletzt ging an der Finale. Da wollte ich an die Klinik gehen, weil ich halt etwas mit Rippen und mein Papa so, hey, du fährst ja ab. Ich finde, ich schien da etwas. Und dann tatsächlich ein Riss entstanden durch den Kick vom Gegner. Mir gut, dass das aber geschieht, weil das war zu Volt, kommen wir zurück. Da war eine alte Blumenboutique, da war eine Frau, die hat so die Schuld abgehängt, Aloe. Und wir sind direkt stehen geblieben. Die Boutique hat die gelassen ausgesehen. Aber es war aber interessant, wir sollten heute lachen, das ist mega gut. Denselben Tag Kontrakt unterschrieben. Da sind wir auf die Bank gegangen mit den Söhnen, die wir hatten. Und wir wollten noch zusätzlich 40.000 Euro prekriegen. Und da sind die zu mir, ihr braucht einen Businessplan. Mit 13, 14. Keine Ahnung, was den fucking Businessplan hat. Was du nicht gemacht auf YouTube gegangen, ein bisschen geguckt, auf Amazon Bücher bestellt. Mich einfach rangeschafft, irgendetwas zusammengebastelt. Das war witzig, der Mann hat immer so gelacht, weil ich mich einerseits übersetzen und ihm meinen Businessplan erklären. Hey, wie geil das denn? Du hast ja geholt und wie geil, ja, natürlich, ich bin so ihm cool immer warst. Dankbar, immer dankbar. Guten, mit dem habe ich aber heute noch Kontakt, ein guter Mann, den ich damals... Ja, war geil. Wie war dein Papa dabei? Ja, mein Papa war dabei. Und ich kenne Lützebäuer. Doch, weil meine Eltern haben alle in Beidlo beherrschen Spruch, sie haben Lützebäuer Nationalität. Also, das nicht mit dem Moment selber, nur 3-4 Jahre, das Seelen, dass du fließend in Spruch sprechen kannst. Zumal mit so einem Background, was die mein Papa hat, also er hat nicht einfach, er hat doch seine Depressionen, also brauche ich nur nicht schön zu schwätzen. Aber die Bank hat den Go gehen und er sagt, ja, ich feiere das, was dir heute abzählt und ich meine, das funktioniert. Wir haben Geschäft abgemacht. Was von echt, wir haben Kebab zu Wolzern abgemacht. Okay, also, was machst du? Geschäft besteht, weil wir Gebäude abkaufen, dass so multiple Gebäude sind, Appartement, Studio, Geschäfte dran. Mit dem uns von Kebab, was wir da dann abgemacht haben aus der Blumenboutique, was dir gelassen ausgegeben hat. auf den ersten Tag und hat so funktioniert. Mit das eigentlich, weil die Willen einfach da war, haben wir so enorm Käse gemacht. Es war verrückt, nur 2 Jahre haben wir als zweit geschafft, so wohl es auch abgemacht. Als was? Das war so eine Bar einfach. Okay. Und du noch ein dritt geschafft, tatsächlich, das war so eine Bar, eine Shisha-Bar, was wir abgemacht haben. Das war auch neu, das war noch mega in Deutschland, in zu Lützburg noch nicht. Ah, ja. Und am Norden great again. Ja, Wolz. Ja, wir haben probiert einfach, das weißt du. Schau, nee, ist die Frage. Es hat gut funktioniert. Ich sage immer, wir hatten noch Glück und vielleicht zum richtigen Zeitpunkt genau das gemacht, was von Leuten gewollt war. Und so, dass wir noch 3 Jahre, wie wir es geschafft haben, weitergefahren haben, konnten wir es geschafft, wo wir dran waren, abkaufen. Und mein Papa sieht noch immer das Gebäude als Müllisch, weil es funktioniert noch immer und Leben bringt zu ran. Und da konnten wir auch für dich keine Propriete gehen. Wir haben ein Haus dann gebaut. Ja. Oh, das ist wirklich Entrepreneur pur et dur. Pur et dur, komisch. Mit zeitlich war auch pur et dur. Ich komisch, ob das so ist. So, wenn es wirklich mal am Rick so wie das da mal war, dann musst du irgendwas etwas finden für so. Ich meine, da passt auch viel mehr. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ja, wir letzte Mal sind so komfortabel. Genau. So, ich habe mir während der engeren Geschichte die ganze Zeit gedacht, wir sind so bequem. Aber ich kann nur so, dass wir auch komfortabel gesehen haben. Ich meine, wenn du einen gewissen Wohlstand erreicht hast, dann riskierst du auch nicht alles. Mhm. Ne? Du probierst, deinen Wohlstand beizubehalten, so los und los abzubauen und zu erweitern, aber du riskierst nicht. Und bei uns war wie beim Poker. Das ist nicht verlieren. Du hast nichts zu verlieren. Ja. Du kannst ihm auf Null zurückfallen. Mit 100 Null kannst du nicht gut. 20 Cent verloren. Genau, mit 20 Cent, genau. Und dafür probiert, da alles zu gehen. Und meine Eltern und ich, mir hatten viel geschafft. Also, 7-8 Stunden auf den Kopf pro Woche geschafft. Und ich selber immer in der Mitte Stunde sind ich raufgegangen, Bestellungen geholt, mit Leuten geschwärzt.
an dem Alter, im Jugendalter, ich dachte mir, Gag, oh, ich schaffe am Kebab oder ich weiß nicht, den zerweiert. Ich habe das Klischee. So. Mir war das scheißegal, ich hatte den Plan abgekommen. Ich dachte, wir müssen am Dort zurückkommen, wo wir waren. Es war einfach temporär den einzigen Weg, wo ich da konnte machen, für sich etwas abzubauen. Und, das ist nicht mehr zu wohl, der Kebab oder nee, das nicht mehr. Wir haben nur just, just in Bar, reine Bar, Nexus Bar. Also, gehen sogar Lieder darüber. Ja? Von der Künstler, ja. Ich guck dir den Shisha. Ja, sieht man sogar. Ja, ja, Shoutout, kann den. Shoutout in der Mensa. Man hat sogar ein Lied darüber geschrieben. Was ist das im Logo? Nee, das ist nicht schlimm. Ja, und Lo haben wir auch, wir hatten also Business mit den Autos, wo wir auch Lokationen gemacht haben und einfach und Renovation sind wir tätig. Ich war gestern mit meinem Hund, dem Bello, beim Dieren-Doktor, weil er war krank. Und ich bin mega froh, dass ich die Assurance bei AXA gemacht habe, für die Hunde, für die Katzen, weil sonst wird das mega teuer gehen. Das ist gut, das ist interessant, weil ich selber ein Katz, Mickey, und die muss auch ultra oft bei den Veterinär. Wo kann ich mich informieren für von AXA die Assurance? Aber du kannst einfach auf den Link in diesem Video klicken, da kannst du direkt auf die Website. Okay, nice. Alles, was du zählst, das ist so krass, American Dream, so Lützeburg, ich weiß auch. Das ist richtig. Ja. Das ist richtig so und selber auch, dass Lützeburg ja Dream, wenn ich so suchen kann, das ist nicht evident, mehr, aber auch zu Lützeburg ist das möglich. Natürlich, du hast einen Kontrakt, dann hast du eine andere Regulation, du bezahlst andere Steuern, ne? Das ist nicht so wie in Amerika, wo du dich so frei kannst entwickeln. Mit dafür ist aber auch so ein Sozialstaat, was dich abfängt, wenn du dann nicht mehr weiter kannst. Aber ich bin aber froh, dass wir die Wege gegangen sind. Und das ist für mich selber so als Inspiration. Ich will auch eine Inspiration für andere Leute, für all die neuen Lützebäuer, die auf Lützebäuer kommen, aber auch junge Leute, die sich wollen engagieren oder die so ein Entrepreneuriatsgeist tun. Weil das ist etwas, was wir an der Schule nicht beibringen können. Und auch nicht Basisnotionen darüber kriegen. Und das ist etwas, wo ich probiere, die Geschichte immer rum zu erzählen, aber wenn ich junge Leute gesehen oder Kollegen gesehen, die loschen etwas zu starten, sondern ich sage, wenn du mein Rot brauchst, dann kann ich dir aber weiterhelfen, weil ich aber schon die paar Jahre Experience hatte, und auch wenn ich so jung bin, probiere ich da, wo es nicht mehr geht, auch zu helfen. Ich muss effektiv zu anknüpfen, weil seitdem ich weiß nicht, denke, seitdem ich 15 bin, so mal realistisch, sind ich so ultra so, okay, ich will eine eigene Firma aufmachen, ich will so Entrepreneur, Startup, weißt du, so, das ist so Keyword, Startup, weißt du, so eine eigene Unterprise, ein kann selber mal schaffen, sind so, und du am Fonds ähnlich, und ein paar ganz gute Kollegen von uns, so wie Pierre, so, sind auch so. Und ich merke natürlich so mir selber, dass, weil ich mir all gewiss, ich bin mit meiner Freundin zusammen seit ein paar Jahren, also zwei Jahren circa, und wir sind auch, merci, 25 Jahre, ist irgendwann will man zusammen sein, etwas bauen. Ja. Und ich fange an, los, wie alle Lützebäuer, so mich komfortabel zu gehen, mal zu denken, okay, lo gerade schaffe ich schon ein Startup, ich gehe bezahlt, wie schon ein Startup bezahlt, geht ganz schlecht. Ganz schlecht, ja. Und ich denke mir, okay, mit gehen auch eine Alternative, weißt du, es wird bei der Stadt, es wird bei einer großen Unterprise, wo es der Salär kriegst, dem entspricht, was auch gelayert hast. Genau. Lo gerade will ich effektiv als Startup so viel, dass also die dritte Startup, an der ich arbeite, intern, ich will so viel wie möglich Erfahrung sammeln für selber, auf dem Punkt, wo ich mal so ein, weil ich bin nicht mega risikofreudig. Also ich will als ich analysieren und dann machen. Okay. Voilà. Das heißt, ich will, wie gesagt, die drei Erfahrungen mitholen, gucken, okay, was läuft gut, was läuft nicht gut, wie es für du geschaut hast, Businessplan verstehen, mal denken, okay, wer da eine Menge Unterprise gibt, dann das auch nicht machen. Und dann vielleicht irgendwann so ein paar Jahre es selber machen. Das war dir gut. Merci. Für du zurückzukommen auf das, was ich am Anfang so hat, was ich mir allgelo, merken ich, dass ich immer mehr an den Mindset komme, ah nee, du willst so heisch wie möglich das Salär kriegen, weil irgendwann willst du eine Familie bauen, irgendwann willst du ein Haus am besten Fall kaufen oder ob man ein Appartement, weißt du, so zu Lützeburg sind Preise scheiße, darauf kommen wir auch noch zu schwätzen. Und ich merke, wie mein Mindset los mehr komfortabel geht, Richtung so sehr wie möglich ein heisches Salär und nicht mehr dein Traum, den am Anfang aus eine eigene Firma starten. Wisst ihr, was ich meine? Ja, mit der Zeit auch immer dazu gehen, dass das wenn du wenn du heute an der Funktion Publik bist oder an Firmen, die relativ gut bezahlen, dass das Niveau vom Salär immens heisch ist, dass du am Anfang all die Lebensziele, ein Haus, ein Daheim, kein gutes Auto etc., dass du immer dir leisten kannst, aber du musst aber so denken,
okay, wenn ich das erreicht tun, was dann? Will ich dann 30 Jahre lang auf derselben Platz schaffen oder nicht? Mhm. Ich wusste bei mir selber dann schon, dann wird das definitiv nein, das will ich nicht. Also hältst du andere Sachen dann an Kauf und siehst, hey, ich verzichte dann darüber, so ein gutes Paar etc. Weil ich eine Vision habe, weil ich etwas im Kopf habe, was ich will, aber umsetzen. Bon. Meine Experience und das, was du für ist, sind unterschiedlich, was aber per se nicht schlecht ist, weil wenn du so ein Startup geschafft hast, du hast einen Blick und du siehst, was funktioniert, was nicht funktioniert, was wichtig ist, einfach die Lehren zu ziehen aus den Sachen, die dann nicht eventuell so gut laufen. Und dann natürlich, ich sage immer Spuren. Ne? Ob der seid so ein Spuren, bis du einfach dich ready fühlst und dann musst du aber im Moment an kaltes Wasser springen. Ne? Ja. Dem Moment kannst du so lange, wie du willst, noch Hand verregeln. Aber irgendwann kannst du das natürlich, wenn du willst, dich gerade gehen. Und du nur mit dem Package, was du hast, an Learning by Doing, was du im Moment kannst, kannst du schon etwas Gutes machen. Aber ja. Ich meine sogar aus deiner Situation, mich so etwas mehr sehen, wie das zu machen, wo, all, wo du all hingehst, weil das tut doch seinen Preis. Und heute geht das ganz teuer. Also, Sachen, die du dann nicht weißt, die du dann musst und falsch hast und haben so mega, mega teuer können gehen. Aber wenn du das bei einem anderen gelehrt hast, du hast nicht den selben Preis, den du bezahlst. Aber wie gut dein Papa hin, für eine Familie zu haben, eine Frau, also ob wir eine Frau zu haben, und Türkei, als ich dann in Lützeburg, also ich hatte alles mit 30 Cent, wie sie so ist, aufzubauen, weil ich, wie gesagt, habe gerade ein schlechtes Salär mehr, noch immer ein Salär. Und ich denke mal sogar, wenn irgendwann sein kann, ich ein paar Jahre eine Familie gründen, so finanziell gespart. Bei einerseits, ich muss sagen, ein Chapeau um meine Mom, weil wo eine Frau, die immer an den Donner war, durch dick und dünn mit ihm gegangen ist. Also ich weiß nicht, ob viele Leute dann an der Situation, wo ich war, dann mit ihm blieben während der Tisch. Er hat so stark gewonnen. Hannert sich quasi so im Rick. Aber was für ihn wichtig war, die Jahre zu spüren. Ja. Also, er ist ein Mann, den immens gerne suchen für seine Familie ausgeht. Mit dem Moment, wo kein anderer war, wie zu spüren, bis einfach ein gewisser Monat da war. Und er ist mega intuitiv. Das tun ich auch besser. Bei ihm ist das mehr ausgeprägt, wo ich sehe, hey, wenn ich das und das mache, kann ich da so viel an so viel Suche verdienen. Das muss er am Blut tun und das lehrst du auch mit der Zeit. Aber das, weil ich noch als junger Mensch das an der Familie hat, an gesehen hat, dann. Ich bin eigentlich froh, die ich mal hier aufgeschrieben habe. So, ob jeder Ren kann successful gehen oder das machen. Kann jeder Ren das machen, wenn er will? Nein. Ich meine nicht. Das ist auch ich meine nicht. Ich meine auch nicht, weil die Story, die du zu erzählen hast mit deinem Papa, so, das ist effektiv von X, keine wie viel X sagst. Ich schaffe momentan im Hamilius, ich sehe so viele Flüchtlinge, die leider nicht da gepackt haben, die gepackt haben, die da rundherum strolchen und Würfel, ohne Witz, Würfel spielen und drogiert sind und weißt du, Klischee erfüllen. Und da sind ich so, das ist mal mega leid, so, weißt du, so, ich weiß nicht, was sie im früheren Leben waren, aber lo können, also die das mal verliert. Also das ist eine andere Problematik, die heißen, die sind auch nicht immer Flüchtlinge, die sind auch die Leute, die aus neuen Ausland hineinkommen, Stromate sind oder so. So. Ja. Bon, so, das ist eine andere Sache. Aber das sind Rumänen, ganz kurz Parenthese. Ja, aber ich meine, es hängt einfach von deinem Familien-Background auf, den psychisch stärkt, was du hörst, weil du kannst auch eine Depression haben. Entweder gibt es da Hilfe oder du bist selber so stark, aber das kann immens reagieren, für dass du daraus aus der Situation weißt und mich stark ist. Das musst du einfach holen. Und die Package, also du kannst also so viel Kuren gehen, wie du willst, das kriegst du nicht bei. Und ich gebe mal ein Beispiel, weil wie du siehst, ich bin der Meinung, dass nicht alle Menschen das selber können Pferde springen. Das ist ein Don, was ihn dann in dem Moment tut. Sondern du kannst zwei Leute holen, mit sogar unterschiedlichem Background. Alle zwei fangen bei Null an und sie kriegen ein Kapital von 100.000 Euro. Und sie müssen ein Abstimmung machen. Du kriegst unterschiedliche Resultate, weil du unterschiedliche Lebensausstellungen hast. Das ist auch Chance dabei. Man, du musst Chance holen, aber deine Mentalität, was zählt. Ne? Den einen kann dann nur 0 Euro und den anderen hat dann paar Millionen. Ja. Was aber wichtig ist, dass der Staat da seine Rolle spielt und den Framework setzt, was ermöglicht, dass jeder rein, den will, den sozialen Abstieg schaffen kann. Und da auch kennt, wo ihn dann will. Und
du hast die Aufgabe vom Staat wichtig. Natürlich ist ein Teil immer eine Verantwortung und eine Responsabilität. Und du musst auch der Staat selber seine Rolle können, spielen. Was sind konkrete Sachen? Ich meine, USA zum Beispiel, als wir am Anfang der Kontra-Meinung, du hast ja wirklich so, Staat so wenig wie möglich Influence auf, auf die Einzelperson. Und du kannst zum Teil auch zum Millionär übernöcht gehen. Das ist ein bisschen so in Amerika. Ja, genau, genau. Was sind so konkret Sachen, wo du siehst, der Staat kann helfen oder Influence drauf wollen? Sind es Subsidien oder was noch? Also Subsidien nicht nehmen, aber du brauchst sowieso Startkapital. Und an der Zeit, wie wir angefangen hatten, gucken so Instrumente nicht. Mittlerweile geht es so etwas, ist Microfinance. Das sind am Anfang, das gibt so seine Organisation, Mikrolux zum Beispiel. Microfinance kann nicht sein. Sie schaffen vor allem mit Flüchtlingen, die dann eine Idee haben und etwas wollen realisieren, da kriegen sie ein Finanzament, was du über die normalen Banken nicht kriegst. Und das ist A und O von alles, weil sie überprüfen, dass du einen Businessplan hast, was standhält. Sie gucken, dass du aber einen gewissen Teil von dem Budget aber selber hast. Und dazu lässt du es zu schaffen. Da geben sie dir das Finanzament, zwar über die Banken, aber sie sind ein externer Garant. Und so Sachen kannst du besser ausbauen. Das ist eine Sache. Zweite Sache, die Formationen. Ansprachliche Formationen, spezifisch für Entrepreneuren, weil wenn du ein Entrepreneur bist, brauchst du ein anderes Vokabular, wie wenn du normal probierst, in Alltagskonversationen zu feiern. Ne? Das sind die Sachen, die ausbaufähig sind. Und wir haben heute auch ganz viele Kontrahenten bei Basic-Sachen, wenn du als Firma gründen etc. Alles das hat sich aber an der Zeit verbessert. Für rund 12 Jahre hat aber kein SRLS gehen. Heute kannst du mit wenig Kapital so etwas starten, ne? Bei den Notar etc. Also, wir sind um gute Wege, aber wenn man dann Lützburg mit Israel zum Beispiel vergleicht, wo Startups einfach können aus dem Luft chasen, aus dem Boden chasen, da haben wir noch ein bisschen Retard. Mit, ich meine, da muss aber Politik dann gucken, für neue Wege zu finden, für das gerade zu fördern. Weil guckt, interessant. Ein Flüchtling zum Beispiel oder in, den aus dem Ausland reinigen, der Pferde springt, ein Business aufzubauen, den funktioniert, bringt dem Staat mehr. Wie ein, der nicht mehr auf Kästen vom Staat lebt, obwohl ich die Expression selber nicht gerne habe. Aber da müssen wir aber so ein Framework schaffen, wo sie darin aber die Chance auf man es kriegt, für das zu probieren. Und ich meine, da wird der Staat sogar der Gewinner und nicht den mit ganz viel Suchen ausgehen. Das ist eine Ausstellung. Natürlich kann ich da Kontrahenten bannen, aber das ist aber etwas, was machbar ist, wo aber Lützburg noch meine Spur noch übernimmt. Wie weißt du, was ich Gefühl habe? Ich habe Gefühl, wie waren viele Leute in den Gedanken, die sie gerade geäußert haben, haben. Und jeder Verein aber so ein bisschen für sich aus seinem Strang zieht. Und nicht jeder Verein gleichzeitig aus seinem Strang, weil du hast House of Startups, House of Entrepreneurship, du hast Lux Innovation, du hast Adam, du hast so viele verschiedene Akteure. Das war einfach die Feier, die man in den Kopf kommen sehen. Die anfangen ein bisschen, dass du das Ziel verfolgen. Und aber ist die Realität, also sie wissen das auch so noch nicht, die wir gerne hätten. Auf der einen Seite Leute, die neu ins Land kommen, effektiv Entrepreneur pure durch, wie wir viel gespart haben, zu unterstützen. Auf der anderen Seite, dann ist es auf mich zu schwätzen kommen, Startups zu unterstützen. Da sind noch viele Sachen, die an dem Ökosystem nicht perfekt sind. Richtig, mit das meine ich auch, weil wir bis jetzt eine gewisse Ausstellung hatten und das ist das Resultat davon. Wir waren so aber so eine Perspektive, wie es löst. Und sie ist, hey, wir heißen jeder willkommen bei uns. Was du erinnern kannst, will man aber dazu auch schaffen, so wie wir auch dann eben schaffen. Das ist auch nicht, weil ein Rassist klingt, weil das ist ja gar nicht der Fall. Aber durch Schaffen kannst du an meinem großen sozialen Umfeld, du hast Kontakt mit anderen Leuten, du kannst Sprache dann mir selber lernen. Am Anfang hat das lauter Benefizien. Und wenn unser System darüber aufgebaut wird, entweder auf Schaffen, bei einem Schaffen, respektive dann zu gucken, wie dazu selber kannst selbstständig gehen, da kriegst du auch ein anderes Resultat und dann hast du auch mehr Kohärenz an der Politik, für so Initiativen zu fördern. Am Moment ist das nicht der Fall. Ein Beispiel zu gehen, an Deutschland oder an der Belgien, wenn du als Flüchtling heine bist, kannst du nur kurzer Zeit kannst du anfangen zu schaffen. Zu Lützburg ist das nicht so. Mhm. Weil wir haben probiert, bei uns an der Firma auch an Flüchtlingen zu helfen. Das ist ein mega langer Prozess, den du musst durchgehen, die Monate machen, heuern du, bis du, ob man es überhaupt Möglichkeit kriegst, für den anzustellen. Das ist nicht evident. An anderen Ländern geschieht das einfach, du fährst. Für was soll das nicht bei uns geschehen? Und die Flüchtlinge klaut keinem Lützburger Arbeitsplatz. Weil meistens Leute sind das Arbeitsstellen, die normalerweise in Lützburger ungern will machen. Das ist Tatsache. Du, ganz kurze Show, dass Marion Donovan, ich weiß nicht, dass das kein ist, oder? Also, ich meine,
Hast du auch schon mal Tim zu dir? Schon mal Tim auch schon zu dir gehört, ja. Letztes Mal ist es klein. Können wir noch über das Thema Schätze so comfortable gehen? Ja, ganz kurz. So? Just, für das hier fertig zu machen. Just, das effektiv, ich meine, du musst das seitens Politik lösen, löst die Prozesse viel mehr beschleunigt gehen, weil Marion Donwe probiert das ja dann, just für ein paar fertig zu sein, Marion Donwe probiert das wirklich, an dem es halt konkret Restaurant zum Beispiel abmischt und du Leute ausstellt und dann sei klein, indem du es beiträgst, auf der anderen Seite natürlich Ministerien und so bereit. Also ich meine, wir brauchen mehr so Leute, die wirklich Zugpferd sind von der Aktion. Ich kann nicht so an Marion Donwe, wenn das eine Ehrenfrau ist. Das Problem ist, meinst du, dass er nicht so viel davon hat, dass er muss... Doch, langfristig mega viel. Ja. Auch als Land tut er mega viel. Als Land, ja. Ja, aber so weißt du, wenn sie Marion Donwe nicht bestimmt den Leute am Anfang einfach von Neues geholt hat. Ja, ja, ja. Politisch. Ja, genau, genau. Mir hat persönlich, dafür ist es schwer, viel so Leute zu finden. Ja, genau. Mit das ist eine Lebensausstellung, die du hast. Du siehst einfach, du hilfst einem, ohne Hanna-Gedanken zu holen, und du siehst, wenn ich einem helfe, vielleicht im Moment, wo ich es nicht schon, hilft mir ein anderen. Also ein bisschen karma-mäßig. Ja. Das kannst du nicht forcieren, mit genau was Leute da tun. Ja. Das okay, Kampf zu beginnen. Ja. Schon der Deckut von was für Drogen zählt das, Geist. Ich habe mich gefragt, wat, für was ist das so? Ist das, weil mir heute so den Gedanken haben, okay, mit 30 Jahren musste so gesattelt sein, weißt du? Oder für was ist das? Dass mir bemal so den Dingen tun, okay, das ist aber easy. Weil ich kann mich genau mit dir identifizieren, ja, so mit, ob der Uni mit Uhr ist, 19, weil man so, ja, ich muss ja. Ne? Und lo, ich verstehe das, der gut, wenn du so sagst, okay, ich gebe mir den Staat, das ist easy, mein Leben, weißt du, du kannst easy dein Leben leben. Und was kannst du dagegen machen? Ich meine, du musst dich an uncomfortable situations beginnen. Also, ich nur ganz kurz Parenthese, wir throw okay shade gegen den Staat, wenn du Entrepreneur oder Mindset-mäßig so genau. An Startups interessiert bist, also, geht nur an dem spezifischen Fall durch. Ja. Das ist ein ganz gut froh. Ich muss noch überlegen, hast du vielleicht einen spontanen? Ich meine, das hängt von der Familie auf. Von der Familie? Ich meine, wenn du aus einem typischen, pardon, das ist alles so vereinfacht, aus einem typischen Lützebäuer Familie kommst, kriegst du immer gesagt, ah, mein Junge, gib mir den Staat schaffen, du bist du sicher, du verdenkst gut. Und das ist, weil dann Älteren dann an dem Jahrgang, wo sie waren, nicht mehr einfach hatten. Sie konnten tatsächlich direkt beim Staat schaffen, ohne sogar einen Dünni zu machen, und sie konnten direkt in Haus mit keinen 5, 6 Terra kaufen. Mit Situation ändert sich und Situation ist ein anderer. Mittlerweile ist das aber nicht mehr so evident. Du kannst noch einmal beim Staat schaffen gehen, im Master holen. Das will aber nicht bedeuten, dass du kannst ein Haus kaufen. Das ist die Mentalität, was mir dann, was ihn dann normalerweise als Kant dann so mitkriegt wird, mit Realitäten und sich geändert. Und da muss man uns auch denken, nicht aufpassen, weil sonst funktioniert das nicht. Und logisch gesagt, in der Mittelschicht ja auch immens einen drinnen liegt, immens die hohen Wohnungspreise, die wir holen. Und es wird immer funktionieren, aber ich glaube nicht, dass das so weiterkommt. Das fand ich auch gut, dass die Tipps, die du für 30 Jahre gehen hast, dass die am Anfang nicht mehr dynamisch sind. Ja. Absolut. Weißt du, das ist nicht mehr sicher, wenn du irgendwo schaffen gehst, sicher Platz, kannst du aber kein Haus kaufen. Ja, nein, 100%. Also, so du schaffst zu zweit am Start, du kriegst ein paar Brutto von keine Sommer 12, das ist netto von 8, circa, Sommer mal. Und so ein End mit der Farbe. Und so etwas, ja, voilà. Also gut, dann, doch, da geht es vielleicht für etwas, also etwas zu kaufen. Dann ist schon ein Sicher bei der Bank, wisst ihr. Ja, dann hast du ein Sicher bei der Bank, effektiv. Ja. Das ist auch das, weil du kriegst nicht, ohne Login, Spuck ist, du schaust nicht andere Banken, du kriegst nicht mehr ein Prä, wenn du nicht zum Beispiel beim Staat schaffst. Sie müssen dich auch aufsetzen. Hast du Kollegen, die schaffen beispielsweise bei Big Four oder ähnlichen Unternehmen, die werden ein Kern in x Jahren extrem gut verdienen. Und die kriegen, also Lützebäuer, ganz normal Leute, so wie mir, wie du und ich, so, die kriegen, kann ich mal gesagt, wenn sie viel Prä freuen, nee, für was gehst du nicht bei den Start schaffen? Genau. So gib mir das, die Prä. Ja, das ist richtig. Und ich meine, ich denke doch darauf auf, ich muss ihn über seinen Tellerrand gucken, wenn ihn durch Welt drehst und einer Länder gesagt, wie Lebenssituation von anderen Leuten ist, dann kriegt ihn ein einer View ableben, du hast unbedingt nämlich dein eigenes Haus oder eigenes Auto, das wichtig ist. Problem ist, weil wir dann so klein sind und
bisschen so der letzte Boyer Neid, was den aber so kann, hat, dann sag mal, okay, dann ist das normal und also muss ich auch das selber können hören und das spiegelt sich immer weiter. Aber wenn ich aber ein bisschen durch Welt reise, sage ich hey, vielleicht können Lebensziele andere Sachen sein, wie nehmen das Tränkmaterial. Du weißt ja, kann ich noch seine Ausstellung ändern. Du weißt ja selber, da wird aus, wenn es effektiv dein Pop von nicht könnt und dann irgendwann sein eigenes Kebab aufmacht und sein eigenes Haus geht. Natürlich. Ich meine das aber, ob ich an meiner kleinen Skala auch da zum Beispiel am Mengenkopf, so, wo ich mir denke, so, irgendwann soll ich mein eigenes Haus haben. Natürlich, das ist menschlich. Oder? Definitiv, das ist menschlich. Das ist die Sicherheit, oder? Das ist die Sicherheit mit dem Komfort. Aus heim eigentlich ähnlich das ausgeprägt, eben weil ihn einfach von der Familie mal gesagt hat, hey, geh du. Mhm. Es gibt auch nicht viele Länder, wo die Stadt so viele Leute beschäftigt. Mhm. Wenn ich mich studiere, dass die Stadt bei uns der größte Arbeitgeber. Wie findest du das so? Plus der parastaatliche Krise. Genau, wenn du die zusammenzählst. Nee, das ist auch so ein krass, das ist witzig, weil ich schon auf der Uni ein paar Fach, also ich habe kurz ein paar Fach gehabt, am Anfang Ecopol so. Und da habe ich gelernt, dass wenn der Staat sein Partner heißt, dann sieht der Privatsektor noch. Das ist auch plus minus so, aber wirklich mit einer großen Diskrepanz. Weil, wie gesagt, ich arbeite gerade am Privatsektor mit einer Taschengeldpei. Und das ist gut nicht zu vergleichen. Also das ist gut nicht zu vergleichen. Das ist unfair. Oder? Das unfair mit, ich verstehe aber auch, also guck, das auf einer Seite unfair, wenn du einfach so siehst, das ist unfair. Auf der anderen Seite, ich finde mir als Lützebäuer könnte bei der Stadt arbeiten gehen, wir könnten bei großen Krisen arbeiten gehen. Und um Arbeitsnehmer machen, hast du so viele Alternativen. Weißt du, du kannst als Partner, gebe ich nur mein Startup abmachen, könnte ich ohne lo füllen hei auch nicht rassistisch, auch nicht shade throwing. Muss halt immer für drüber. Ganz politisch. Ja. Nee, ich kann doch effektiv in aus Frankreich ausstellen, ich kann in aus der Belgien ausstellen, ich kann in aus Deutschland ausstellen. Und diese nehme ich mit einem Salär von 3000 viel mehr zufrieden, ob einmal wie in Lützebäuer. Ja, und die machen noch gerne den Trajet von einer Stunde 50. Mit das ist das, was Maike mal im Postcard geschwärt hat, noch im Podcast. Wisst ihr hin, wird auch pur Firmen, und ihr seht, dass die Stadt einfach eine Konkurrenz deloyal ist. Weil hier bildet dann. Nein, das kenne ich nämlich nicht. Weil ich fand aber, weil die Leute, die hin ausbilden, gell, die sind dann nur 3 Jahre, okay, ich kann auch bei der Stadt, und du verdienst nicht 2000 Euro mehr. Für was soll ich da bei dir bleiben? Nein, der Staat setzt Maßstäbe und der Privatsektor muss ich aufpassen? Ja, das ist aber unfair, weil der Staat hat unlimited alles resources. Unfair, also, geht, nee, der Staat geht ja über die Steuern finanziert. Das ist, irgendwo ist doch ein Plafond. Du kannst nicht bis auf endlich das erheben. Und du hast aber in Gewerkschaft von Funktionären, was immens stark ist, natürlich zu machen, Druck auf Politik für Gehalterhebung zu kriegen. Oder wenn Sachen wie Index kommen, da ist der Druck immens groß. Da kannst du nicht bis unendlich geht so ein, hey, nee, du meine ich nicht. Das ist die Erhebung, könnt. Und wir haben aber, was auch gut ist für die Lützebüsch Firmen, die immens viel Benefiz generieren. Und auf der anderen Seite, das ist eine andere Theorie an der Ökonomie, wo du siehst, wenn du Gehaltserhöhung musst, am Anfang ist das Resultat von der Benefiz, also sollten auch da bist du ein Deal davon aufkriegen. Es funktioniert nicht immer. Das ist, in Praxis ist das nicht immer der Fall. Mehr ob Mittel sich langsam geguckt, kann das aber dazu feiern, was nicht per se schlecht ist. Und du hast beim Staat eben das Punktesystem, was du nicht am Privatsektor per se hast. Ja, das ist durch das Punktesystem, hast du immer die Erhöhungen. Und du musst Privatsektor, zumindest die Großfirmen, müssen mitziehen, sonst verlieren sie hier gut Leute und der Staat. Mir würde ich immer meine Kollegen suchen, mit Experience für dich am Privatsektor. Da gehst du etwas anderes gelehrt wie beim Staat. Und da kannst du deinen Switch machen, da kannst du deine Decision holen. Mit solchen Mengen alle beide ein paar gesehen haben, um zu wissen, wie das ist. Aber nicht dazu, dass die Großfirmen nicht auf Lützebüsch kommen, weil sie so viel müssen bezahlen. Wir haben ja aber Großfirmen. Nein, nee, meine ich nicht. Okay. Produktion könnte nicht auf Lützebüsch, das kannst du vergessen, weil Produktionskosten zu Lützebüsch viel zu teuer sind. Einfach durch den Terrain und hey, Salär, was wir bezahlen, ist das für sie uninteressant. Par contre, du kannst aber hey, qualifiziert Leute auf Lützebüsch sehen. Und da hat Lützebüsch andere Sachen zu offrieren. Wo auch wenn es eine Konnektivität an die Kurzfeier, wo Politiker immer so sind, die ist da höchst als Lützebüsch dann mehr attraktiv,
für dann Leute, die immens qualifiziert sind, auf Plätze zu bringen. Guckt ob Dunielu, da kommen immens viele Doktoren oder Studenten, die wollen Doktor gehen, also Doktoranden, aus Asien, aus dem Iran notamment, alles, was Informatik, Mathematik etc. geht. Ja. Für was, weil letztlich interessant ist, und sie haben den guten Kader geschaffen, für die Leute umzuziehen. Ja. Wenn die Leute fertig sind, aufhängen zu schaffen, die verdienen immens, immens viel Salär, sie bezahlen noch dementsprechend Steuern. Wir waren letzte Woche nicht so in höherem Niveau hat vom Salär, da gehen sie an Amerika gehen oder sonst irgend so. Das heißt, du ziehst nicht alle Sorten von Arbeiter un oder Salarien, mehr aber bestimmt mit ganz höherem Bildungsniveau, was auch eigentlich für so ein Land wie letzte Woche nicht per se schlecht wäre. Ich meine, ich verstehe, ob Makroökonomie oder auf politischer Basis, also fair, und ob Mikroökonomie oder auf persönlicher Basis, wie Pascal zum Beispiel, die sagen, ich Firma hat natürlich Leute in da drin. Mhm, genau. Ich meine, dass du auch, die... Auch also Kleinbetriebe gehen einen drinnen Ball für die. Es hängt davon auf, entweder müssen sie sich adaptieren, mehr digitalisieren oder outsourcen. Das ist die Sachen, die müssen produziert gehen, genau im Ausland produziert. Du bringst rein und du vermarkst das just. Entweder gehst du auf DW oder du musst deine Boutique zahlen. Oder wenn's, sind ja auch Kleinkommerzen ausgestorben, ne? Und durch internationale Marken Azad, das ist ein Phänomen, wo du auch nicht als Staat selber kannst du immens kontrollieren. Ne? Das ist eine schwierige Situation, die wir haben. Wir sind attraktiv einerseits und Konsequenz davon aus, dass das Negativ, was du dann abzählst, also Kleinkommerzen etc., ausstirben und für mit kleinen Leuten, mit kleinen Salären, mich schwer geht. Ja, das ist das. Schließlich ganz kurz vier drin und da können wir nach einem anderen Thema, weil ich meine, das Zeitlevel ist ein bisschen fort, oder? Aber egal. Ich denke nur, ob wir drei Stunden machen, oder? Noch zwei Dealer, Mann. Also, schließlich ganz kurz, du hast vier nämlich einen interessanten Satz gesagt, nämlich Steuern finanzieren den Staat. Ja. Und das ist ja effektiv der Belief, den ich auch habe, an dem Fach, was wir angeschaut haben, da geht von Modern Money Theory, also Modern Money Theory, geschwärzt, ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst. Und du kannst, vielleicht kann den du bauen, da kann ich ein bisschen edukieren, weil du hat mein Prof nämlich erklärt, wir sollen fortkommen von dem Gedanken, dass der Staat finanziert wird von den Steuerzahlern, mit dass der Staat finanziert wird von der Zentralbank. Jein. Jein, also Zentralbank, du kannst ja Emprunten machen, das sind auch von Obligationen, die du auf den Markt bringst, man muss ja von irgendeinem kaufen, für das die Suchen aber beim Staat fließen. Aber zuletzt habe ich auch gesagt, so, dass die Majorität durch Steuern finanziert wird und dann hast du eine Nische. Wir haben ja nicht Urlisch oder Gold oder so, was wir können verkaufen. Das ist majoritär Resetten vom Staat, du kannst gucken, sind durch Steuern und das ist ja nicht schlimm. Was aber der Fall ist, du musst gucken, wen und wie stark die Steuern welche Leute betreffen. Mhm. Und da kommt das Problem. Also, wenn die Steuerlast majoritär auf die Mittelschicht liegt, das ist Leute, die dann wie du nicht von der Uni kommen oder ein kleiner Unternehmer, der sein Business wird und normal verdient, die drohen die größte Steuerlast im Land. Par contre, hast du aber auch Firmen, wo Phantominvestitionen laufen. Das sind am Anfang ausländische Investitionen am Land, die keinen reellen Impact auf die Ökonomie haben, weil sie nicht mehr haben, wenn es Steuervierteile kommen. Kannst du ein Beispiel geben? Ich weiß Betriebe nicht, aber FMI, das Fonds Monetaire International, hat chiffriert, dass zu Lützburg 4.000 Milliarden ausländische Investitionen sind und 40% davon sind Phantominvestitionen. Das heißt, sie investieren in Lützburg Firmen und dann transportieren sie die Suchen dann von Lützburg an Deutschland oder an Holland. Sie lassen das drehen, und weil unser Steuersystem so vorteilhaft ist für Betriebe und ob Dividenden profitieren sie davon an. Das möchte zwar ganz viel so in Lützburg fließen, aber nicht richtig besteuert gehen. Okay. Und wenn du sagst, der Staat finanziert sich über Steuern, mit irgendwo muss ihn auch gucken, ob die Steuern fair sind oder nicht. Und das ist so ein großer Debatt im Moment auch in der Politik, wo meine Partei mit klar ist, wo man so hey, es muss ihn einfach abhören, dass da bist, vis-à-vis von Kapital so krass besteuert geht. Und boah, ich klinge wieder in Marxistin und das sieht. Und ich will das aber ganz gerne nicht so gesehen. Mit das aber der Fett, für ein konkretes Beispiel zu geben. Ja. Wenn du in Zahler hast zu Lützburg, wir haben einen progressiven Steuerbarem. Das ist, die fängt, boah, du hast einen Teil, den ist steuerfrei, 11.000 Euro, und da fängt der von 8% an und geht bis auf 42% rauf. Ja. Da der drauf geht,
die Leute, die 200.000-300.000 Euro, 42%, sie bezahlen ja nicht, das nicht den Tor real, das ist einfach ein Teil von der Suche, geht auf 42% besteuert. Das ist ja nicht schön, weil die mehr wie genug verdienen, aber die größte Leute auf Mittelschicht und du auf 50.000-60.000 Euro bezahlen die Leute, die größte Prozentage aus Steuern und der Staat per Konto, wenn du Dividenden ausbeziehst. Und du, wenn du nicht gesagt das ist unfair, wie das Steuersystem im Moment ist. Wenn du Dividenden ausbeziehst von einer Firma, wo du mehr lang wie 6 Monate Paaren drunter hast, die sind doofies, einfach 50% steuerfrei. Du musst nicht durch so eine magische Formel sind sie steuerfrei. 50%, tschüss. Talschen das steuerfrei und der Rest geht ob 21%. Das ist ja doch so viel Krypto. Besteuert. Krypto ist eine Sache, eins du, geht das von Steuerverwaltung und als Paaren bezeichnet und so in so geguckt. Aber du musst die Paaren oder die Kryptowährungen während 6 Monate, ob man zahlen, für dann dort drin zu fallen. Aber für zu sagen, das ist, also das System möchte in Favor für all die Leute, die große Investitionen an Firmen haben, aber 50% steuerfrei ist enorm. Wo ist da so ein, für was soll das nicht genau so wie Zahler dann in dem Moment besteuert gehen? Aber verleihen sie die Leute dann nicht heute zu Lützeburg, wenn sie das anders? Das ist immer eine Diskussion, die Leute, die das nicht wollen machen, rausbringen. Mittlerweile sind sich auf der ganzen Welt eins, OECD, hat eine Diskussion gestartet, für weltweit sogar im Mindestsatz von Steuern zu freuen, um die 50%, wo Kapital besteuert wird, weil Kapital aus Mobil, mit Lützeburg schon doch eine Art tun, und nicht nur, wenn es Steuern kommen, die Leute rein. Und das ist auch nicht so einfach, von direkt von Auto rüber zu gehen. Aber du musst in die richtige Balance finden. Und ich denke aber, 50% steuerfrei, das ist einfach krank. Das könnte bei mir nicht dann tun. Ich kann nicht verstehen, wie weit ein, den dann so viel suchen hat, schon noch zusätzlich ein Karte kriegt. Ich kann mir das aber dadurch erklären, dass wir ein Repräsentationsproblem hier im Land haben und das System auf Favor von den Leuten, die am meisten davon profitieren, also aus dem System so gestaltet. Guck, in das den, so, vielleicht für etwas zu erklären, in den Normalschaft, sein Hauptrevenu ist durch den Salär. Und der Salär geht enorm besteuert hier im Land. Par contre, in den Multimillionär ist, sein Salär par rapport zu seinen anderen Einkommen durch Immobilien, durch Firmen, als Peanuts, fällt nicht an Gewicht. Und gerade da kriegen sie die größte Steuerkarte gemacht. Und das ist, was ich so, und das ist unfair aus meiner Sicht. Und ich soll nicht, wir müssen alle Firmen besteuern. Nein, gerade nicht, weil ich komme aus einer Familie, die Entrepreneur ist und so Entrepreneuriat gestört. Mit muss ich aber probieren, die Fairness Du schützt die Anfang selber? Nein. Was wäre da fair, ungefähr, spontan? Ich meine, die Steuerkarte müsste am Anfang so aufschaffen, ob ich komplett die 50% Freibetrag aufschafft oder da man darauf geht, das misst manchmal aber ewig Sinn, für das zu machen, zumal es nur der Covid-Krise, wo wir gesehen haben, wie viel das dem Staat kostet. Ja. Und dann auch noch mit der Ukraine-Krise, was kommt, was das dem Staat nachher kostet, weil die hatten ja Index dann ausgesetzt, aber durch Steuerkredit kompensiert. Und die höchsten Energiepreise, das kostet dem Staat enorm. Und irgendwo müssen die Resetten rankommen. Und das ist nicht mehr fair, dazu gehört Firmen, Großfirmen, dann hier Beitrag für die Gesellschaft leisten und für den sozialen Frieden erhalten bleibt. Weil das ist, wofür ich Angst habe, dass irgendwann so ein Kipp kommt, dass der soziale Frieden hier im Land nicht mehr garantiert ist. Und ich möchte mich rosen, wenn ich dann viergestaubt habe, gesehen, dass ich aus dem Reichsland auf der Welt. Sie gucken PIB und dann wird das geguckt, wie viel Aufnahme und also wird alle zwei Jahre so viel zu haben. Das wird am Anfang Bullshit. Das entspricht nicht der Realität. Das sieht nicht, wie Ungerechtigkeiten aus. Am Mion Ungerechtigkeiten hier im Land. Und der Reichtum ist auch nicht fair abgedeelt. Das stimmt. Außen dann zu gar nicht fair abgedeelt. Nein, natürlich nicht. Mehr. Das ist ein Froh vom Moos. Wenn so Amerika als extrem, als Amerika ist so ungerecht, wie in sich vorstellen kann, mit muss ihn aber die Balance finden. Ja. Und das möchte ich mit den politischen Willen fehlt hier so viel, das können zu machen. Okay, das ist konkret, also ich bin nämlich komplett bei dir, ich probiere es effektiv nur konkret zu gehen, weil das ist eine Parenthese, Politiker sind mich oft schwätzen, aber wo ist die Aktion? Voilà, Parenthese. Konkret, was ist das? Also wir brauchen einen effektiven, fairen Steuersatz oder System, Steuersystem, den irgendwo fair ist, auch für die Mittelschicht, das ist ja gerade am Anfang der Fall so, dass gerade die Mittelschicht am Anfang am meisten drin läuft, weil innen wird wenig besteuert, Freibetrag also gut und fair. Oben, bon, geht dir schon so Plateau, da kannst du Larifari betreiben, das ist schon gut für sie. Und dann
effektiv als auch konkret was du geschwart hast, du, dass man den 50% steuerfrei fährt, Aktien also geht, also ja, Dividenden, aber Dividenden was oder Verkauf Dividenden. Von Aktien, wenn du 6 Monate gehalten hast, ja. Das ist das, wir sind von gerne also gehen und dann konkret als, kannst du das als Lobbyismus, was das Problem ist? Letzte Woche oder vor 2 Wochen war in der Bahn in der Chambre über die Steuerdebatte und du hast gesehen, dass gewisse Parteien sich konkret positioniert und gesagt haben, das System ist nicht mehr lang zu drohen und andere haben gesagt, wir machen da nicht mit. Und das es hängt davon ab, wenn du an der Chambre sitzen musst. Wenn du Leute an der Chambre sitzen musst, die selber Firmen und die immens wohl haben, die sich ja sicherlich selber nicht schulden und so, hey, will ich 100.000, 200.000 Euro mehr in der Stadt bezahlen. Sicherlich nicht. Das ist, Repräsentativität ist wichtig an als Chambre, als Service von nicht repräsentativ. Ich meine, da sind wir uns eins, aber ganz konkret, du kannst kreativ gehen. Beim Besteuern vom Salär, du hast ja die verschiedenen Gehaltsschichten, ja. die gewisse Besteuerung haben. Du kannst da ein paar Tranchen beisetzen, okay. innen, für das Männer sehr so rob geht, die Progressivität, an Urwen kannst du sogar Prozentage bis 48% etc. Ja. robsetzen, was du kriegst. Du kannst den Freibetrag für Dividenden hochsetzen. Etwas, was Tabuthema ist zu Lützeburg, Erbschaft. An direkter Linie geht dir gar nicht besteuert. Das ist schon ein Null. Null. Okay. Wenn dein faire Paar einfach zwischen Geschwister dann zu dir kommt, dann hast du das null besteuert und Linie direkt. Darüber hat ich einen Artikel geschrieben. Ich krieg so einen Shitstorm von Leuten. Für die Leute, das ist komplex, wie sie an der selbst emotional gelöst ist. Weil immer gesagt wird, mein Papa, den so geschafft hat ja. und für uns selbst abgebaut hat, für was soll ich noch ein Jahr darüber Steuern bezahlen? Alles schön und gut. Aber das würde ich zum Beispiel sagen, und es gibt eine Reihe Leute, die das sagen, das betrifft nicht den normalen Bürger, den dann in Haus dann hinterlässt, wie das ist. Nein, es betrifft Leute, und zumindest den nicht soll am Anfang betreffen, weil selbst existiert ja nicht. Den E% zu Lützburg, die E% von dicksten Grundsitzbesitzer hier okay. im Land, kontrollieren E-Feierl von alles, was potenziell bebaubar ist. Das ist enorm, das ist 25%. Götterin, wie sowieso 11 Bauern an Familien an 11 Unternehmen. Ja, genau. Sie kontrollieren ein Viertel von allem, was heute kein Gebäude gibt. Sie sind mit Schuld und der Logementkrise, was wir haben, aber auch politisch Responsablen. Weil sie haben nicht gehandelt. Sie haben bis jetzt nicht gehandelt, weil das doch nicht so an ihrem Interesse ist. Ja, logisch sind sie, okay, das Boot brennt, da müssen wir etwas machen, da gehen sie nervös. Mit der Situation, wenn du die System hast, wo null besteuert werden, an Patrimonien akkumuliert sich ja. Wenn du dann etwas aufbaust, du hast 10 Millionen, 20 Millionen, der Kant irft das und der Kant bezieht null Steuern drauf. Und das ist nicht seine Leistung, für wer ihn das geirft hat. Man hat noch mehr Besitz und das akkumuliert sich. Und da kriegst du so wirklich so Generationen Ungerechtigkeit, mehr einfach Ungerechtigkeit ändert die verschiedenen Gruppierungen an der Gesellschaft. Und Thomas Piketty, das ist ein Ökonomist aus Frankreich, den hat ein bisschen darüber geschrieben, weil dasselbe Phänomen haben sie auch in Frankreich auch festgestellt. Und darüber meinen ich, muss ich können in ehrlich Diskussionen führen. Es gibt Divergenz darüber. Tisch, wie ist es dann Frankreich, Deutschland? Ma, also? Sie gibt besteuert, aber sie haben aber einen Freibetrag. Und das kennst du auch zuletzt bei schön, wo du so. Ja, genau. Ja. Du kannst zuletzt bei einen Freibetrag auf 1 Million setzen oder was in Durchschnittswolle von einem Haus aus zuletzt bei. Mit alles darüber, das ist keine Leistung, dass mein Papa abgebaut hat und das ist alles irgendwie und ohne muss ich ihn zu bezahlen. Also, ich kein Problem, wenn so ein System existiert, ging, das gemerkt. Das ist ein Tabuthema, das geht auch nicht von keinem Ball thematisiert. Jeder probiert, das ist nicht zu besser. Das ist normal, weil du schützt, dann schützt dann von jedem Rang. Also du hast jeder gegentisch. Nein, aber wenn du ein Abortement hast, wenn du Freibetrag hast, wo du siehst, ich werde 2 Millionen oder 3 Millionen, vielleicht drüber geht besteuert. Du kannst noch immer so viele Leute, du hast so viele Leute, also Leute, die hier wohnen, die enorm besitzen. Ja, du musst einen guten Freibetrag fahren. Ganz genau. Weil 250.000, meinst du, findest du nicht viel. Nein, in Frankreich ist das lachhaft. Zuletzt musst du auf 2 Millionen oder 3 Millionen setzen. Das ist machbar. Mit alles über drüber denken ist das nicht mehr fair. Du hast dann die Leute, die eben, weil die Leute, die über 2 3 Millionen und die haben die Power. Bisschen. Man so an der Fliance. Seine These ist ja am Punkt, du musst einen Freibetrag haben, wo die Leute, die drinnen sind, mehr Power oder mehr zu suchen, wo so viele Leute sind. Aber ich meine, wenn du nur willst anderen. Ja. Die wollen ja nicht, dass das gar nicht geht. Ja, aber ich übertreibe, wären 10 Millionen, da hast du mehr Leute drinnen. Ja. Okay, und dann, da passt du bei ihm.
Ja, nee, mehr aber nicht. Das sind die 10 Millionen. Nee, nee, guck, falls die Leute über 10 Millionen haben, das sind die, die noch mehr Power haben. Und die haben mich mehr Finanz. Das ist ja, was Jana auch an der letzten Gesendung gesagt hat. Du kannst nicht immer People Pleaser sein. Du musst ja irgendwo Decisionen am Antreffen. Am Antreffen. Pardon, aber dann ist der Preis. Ich, also, kein, ich bin kein, der sieht, ich muss für alle Preise gewählt werden. Ich bin noch nicht. Ich bin nur drin, aber ich bin noch nicht gewählt. Aber da kannst du nicht ändern. Du kannst da, nicht ändern, aber du musst das thematisieren. Du musst darüber diskutiert gehen. Ja. Nein, das war, was du siehst. Und das ist auch das, was Jana sagt, nämlich von May. Ich weiß nicht, wie hat der Fans ausgeregt. Aber wenn es mehr Leute an Politik kriegst, die effektiv an der LSRP dann den Amir, an der DP dann Diana, keine Ahnung, ich soll Jesse an der bei denen kriegen. Wenn es mehr Leute hast, die wirklich so neu denken und umdenken, an all den großen Parteien, dann eigentlich fängst du an, etwas zu erreichen. Und ich sage immer so, also die Situation ist ja krass, kein Mensch gibt Haut, dass er so ein Mürkling-Logemus-Krise hat im Land. Nein. Und stell dir vor, es gibt nichts gemacht und die Situation spitzt sich an 10 Jahren noch zu. Ja. Irgendwann, so gut, wenn du dann Multiproprietär bist, musst du sagen, merkt, wo ist soziale Frieden im Land? Wenn die Leute, ob ich losgehen und so streiten, so wie in Frankreich, wie wird das denn so? Weil soziale Frieden wirklich nicht mehr garantiert ist. Ich will wirklich nicht so eine Situation bei uns im Land tun. Und dafür musst du die Situation antizipieren. Und ich denke sogar, dass wir zu spät sind. So gut. Du musst aber so Szenen antizipieren, als Politiker dann probieren, einen Konsens zu finden. Das ist nicht evident, ne? Das braucht seine Zeit. Aber du musst das so oft thematisieren und darüber diskutieren, bis die Leute wieder reden, sich Gedanken machen und sagen, okay, am Anfang ist das nicht so falsch. Was tun ich dann? Ich sage immer, wir müssen Deals bei der Besteuerung, die Leistung von einem auch an Konsideration beziehen. Und ab zu ihr, wenn mit bestem Willen kennt bei mir nicht dann tut, das ist kein Gleichstum. Das ist ein guter Punkt. Wenn ich was an Amerika. Ich war wie Covid losgegangen ist. Ich war im Weißen Haus. Bei wem? Beim? Nicht beim Trump, du warst in Indien. Und dann war ich am Senat. Für was hast du dann da gemacht? Dann fing es so ein Programm, das heißt IVLP, International Visitor Leadership Programm. Das ist ein elitärer Programm von hier, Department of State. Du kannst dich nicht dafür bewerben. Ich kriege eigentlich so eine Mail. Ja, wir haben dich selektioniert für ein Dorn, du willst ein politisches Engagement. Und ich so, das ist einfach ein Scam. So, ich und den Nigerianer, den du nicht scheiß schreibst. 10 Millionen gewonnen. Ja, genau. Und wir haben gerade von der US-Ambassade gerufen. Und dann sagt sie, ja, wir haben dich nominiert für das und das. Und ich so, wait, what? Und so wie ich mal gekriegt habe, den allerletzten Letzbauer, den du hin war, wo den Bettel auf die Drohne, den machst du auch. Und ich so, okay, nice, das klingt mir ganz seriös. Ich war so an dem Prozess, ob ich mal ausgefunden habe, dass sie, ja, das Programm wird uns so 42.000 Dollar kosten für den einen Monat, wo du da bist. Aber das machen wir ganz gerne für dich und ich komme da un. Ich war den einzigen nicht gewählt, den da war. Die haben alle gute Ministerin oder Deputiert und das war enorm, ja. Wie viel steht das nirgends? Schon das nirgends gelesen, wo ich lo. Ich hatte das auf Instagram, schon das weggeholt. Tageblatt hat einen Artikel darüber gemacht, wo ich dann als US-Korrespondent war. Das war en vue von den Wahlen einfach. Ich war da, wie sie Wahlkampagne präpariert hatten. Ja. Für und Trump-Biden, oder was? Was war? Doch, Trump-Biden. Trump-Biden. Da war der Sanders noch an Diskussionen, ja, genau. Was hast du genau da gemacht? Am Anfang, du gehst als jungen Politiker dahin invitiert, für ein bisschen hier ein Wahlsystem zu sehen und wie Kampagnen auflaufen. An der Realität geht es darum, dass sie zukünftig Relationen mit den Ländern knüpfen. Sie sind mega clever, weil wenn du da eine gute Erfahrung gemacht hast und du bist am Luxushotel, du hast nonstop Securities und Transporter, dann entsteht eine andere Relation mit den Amerikanern. Dann bist du hier alliiert for life, so in dem Stil. Und, ja, ich war da und Nancy Pelosi war ja ein Jahr zuletzt, weil ich das dort, was dann Taiwan gegangen ist, was mit China mega Dinge. War dumm, oder? Man hat halt mega. Weh? War er dumm, du hinzugehen? Mega blöde Move. Aber ja, man hat halt. Weil er hat zuletzt beschwert, dann hat er begegnet. Sein. Ich kann hat mal geschrieben: Oh, komm bei uns. Ob ich mal, wo ich bei ihm im Balkon war, wo ich aus seinem Büro war. Ja, das war so random einfach, ja. Aber den Trump wollte ich nicht gesehen, ich war auch nicht da. Aber schon aber sein Leute gesehen am Weißen Haus. Ja. Puh, wäre cool, wenn es ein Foto mit ihm war. Keine Ahnung, ein Kollege von mir den nicht mit seinem Plakat und seinem Konzertfoto gemacht. Du nur hast mir sind Trick, weil du hast ja Corona-Dingen losgegangen. Programm guf echt dann aufgehalten, weil Trump Travel Ban annonciert hat, dem Moment, genau.
Und wir sind alle mal so speziell Fliegerin zurückgeflogen, weil wir waren am Anfang alle gut als Diplomaten. Du. Die Schwäbe hast du zurückgekommen? Mit einem speziellen Flieger so von privat, der belgischen belgische Regierung. Nein, nein. Ah. Sie sind zurückgeflogen. So close. den Anfang an meiner Equipe, weil du hast so Equipe. Wir sind zurückgekommen. Mega den Blöde, ne mal Scheiß gemacht. Da schreibt er mir, du musst mal was her Jürgen, lösch ein paar Fotos von Instagram, was macht mir aus. Und ich so, was ist das? Ich ging noch in die Regierung und bald. Und du noch war ein Staatssekretär für Migration. Puh, krass. Ja, das war recht. Vielleicht, wie war gesagt, du nicht mehr davon? Du musst das mehr pushen. Ich schon mich von Social Media während ganz lang ein bisschen zurückgezogen, von allem einfach. Für dich selber? Ja, und weil ich nicht die Stil, also Jana weiß das ganz gerne noch bei sein. Ich finde so echt, das war eine coole Erfahrung. Natürlich kannst du da mal mega promoten. Nicht gehen vielleicht drei Leute zu Lützburg, die je Chance hatten, für das tut können zu machen. Mhm. Das ist nicht so hei. Das ist auch schlau. Heldisch, ja. Ja, also, ich will nicht für alle Preis gewählt gehen. Darum geht es mir. Mir ist das auch schlau in der Hinsicht, weißt du, für den anderen, für das Lützburg, ja, du hast ja. So. Aber ich werde das aber manchmal nicht, aber falls es an die Wahlen gut wird, das nein, also betonen, dass ich aber die Experience gemacht habe, weil das Gold wert, was ihn da geleiert wird. Ich fand nämlich das von cool, weil Lützburg ja alle Jana, wie sie gerade so ist, oder du, oder ganz andere Bereiche international gehen auf wirklich weiß in Lützburg, weißt du, so represent mäßig. Ja, aber gerade dann, wie ich dann nominiert war, ob jemand gut den Politiker das macht, dann Marc Angel, das ist ja, Europadeputer, ja. Hat mir geschrieben, Glückwunsch, das ist mega, dass du dahin gehst. Und das ist ein bisschen, was Jana gesagt hat. Du musst heinst du dich international weisen oder du genau. Etwas Pferd springen, für du nur aber Unerkennung zu Lützburg. Das sind doch alles ein bisschen, ja. Ja, doch. Lass mal. Ja. An der LSAP hast du Leute, die mega progressiv sind, an anderen, die mich. Ja, das ist normal, das ist so. Okay. Das ist normal. Willst du noch froh in Stellen? Ja, also. So ein wilder Purant. Das Lied von ein bisschen zu lang, hat mir probiert, es sehr zu machen. Nämlich das ist aber interessant, oder? Ich fand es mega interessant. Also. Geht los schon. Pur froh sind. Hi. Ein interessant froh. Wen ist privat die coolste Politiker, also von denen er wusste? Ne? Kinder pur, Anfang, die ich erlebt tun. So, wenn das wirklich witzig oder wenn das cool, wenn das. Den Yves Kruchten, den ist Fraktionspräsident bei der LSAP, ist mega cool drauf. Du kannst bei dem so Gagsen, Witze machen. Machst du die Bartolomeo? Machst, kannst ganz gerne anschauen. Hinas mein politischer Mentor. Und ich schon ihn erlebt, Anfang, wenn ich dann Chamberspräsident gehen hast. Mega, mega cool drauf. Du kannst bei dem wirklich auch privat, die wird alles schwätzen. Die Leute haben mich immer so impressioniert. Ja. An der Juncker. Kannst auch ganz gerne anschauen. Also ein GCG. Ja. Mega, mega cool. Ich habe ihn zu Brüssel gesehen und einen hat ihn mich auf Rumänien invitiert. Und da ist er rumbegehend. Rumänien. Ah. Zu Sibiu. Das war so ein Programm von der Europäischen Kommission. Ja, das war wirklich impressionant. Mann. Ja, cool. An der Jean Asselborn. Also Jean. Der Jean. Kannst auch ganz gerne anschauen. Den organisierst du, das ist geil. Kann ich machen. Dann die nächste Frage. Was geht nach mir auch nicht machen, wenn hier in der Chambre wir? Ui, ich wäre froh. Von Anfang, Maximi. Anfang will ich... Maximi. Kann ich froh lesen. Ich will ganz gerne Stimmen von all denen sehen, die, wenn es hier Originen oder Zugehörigkeit am Anfang nicht Möglichkeit finden, für Gehör an der Lützburger Politik zu fallen, weil das nicht evident. Das war auch mein Motiv, wie werde ich mich angefangen zu engagieren. Auf der anderen Seite will ich auch immer da in Zeche setzen, weil ich ganz gerne will Referenzperson für all die neuen Lützburger sind, woran sie sich auch können orientieren. Nicht Vorbild funktionieren, weil ich sind kein perfekter Mensch für Vorbild zu sein. Aber für die Leute, kennt das aber eigentlich einfach interessant sein, zu sehen, dass auch zu Lützburg so alles möglich ist, wie wir gesehen haben. Auch den American Dream kann an bestimmten Mussen auch heimmachbar sein, mehr aber auch eine Aussicht in die Politik ranzubringen, weil für mich als Repräsentativität ist wichtig, wenn wir eine Gesellschaft tun, was 50-50 aus Frauen und Männern besteht, aus jungen Leuten besteht, zu Talschen aus Nicht-Lützeburger besteht, da kann ich aber nicht sehen, dass das scheinbar, pardon für den Ausdruck, mehr aus alle weißen Männern besteht. Alter, das ist mein Leid bei 52%. Und wir haben nicht mehr 35% Frauen da sitzen. Und für junge Leute haben wir vielleicht Jesse Thiel noch da. Und die anderen sind ein bisschen Limit. Und Juna Berner, alle zwei gering.
Und das vorher dann noch. Mhm. Und wenn das Gesamtbild von der Chambre ein anderer wäre, dann hätte man eine andere Politik, dann gibt auch Lützburg eigentlich anders das Haus gesehen. Ich muss die Jungen nächstes Mal wählen. Ganz guter Punkt, ja. Youth up. Ja. Mhm. Ja. So eine ganz seriöse Frage. Hat denn Herr Amir Vesali eine Freundin oder ein Freund? Und dann habe ich noch einen. Hast du momentan eine Beziehung? Also ganz fair. Okay, also nein, ich bin hetero. Und ich bin single. Ready to make it. Ja. Du, wenn es schreibt alles, dann link mal nee, in den Shop. Schreib ihm direkt. Das Chill. Das klingt doch ganz viel Problem an. Das war schon Blue Arm. Das klingt doch ganz viel Problem an. Fällt das nachher gut? Hast du was schaffst? Ich Freundin. Ja, wird fast von der Integration eine Dauer, wenn ihr sie richtig integriert. Ich meine, bei mir hat das 4 Jahre lang gedauert. 4 Jahre? Weil ich mich. Und das ist ein Gefühl, interne Gefühl, was den hört. Mm. Wie wir reingekommen sind, ich mich definitiv als Iraner gespürt gehabt. Ich konnte Sprache auch nicht schwätzen. Es waren viele Sachen, wo ich über das nicht wusste. Aber irgendwann hat das sich geändert. Ich habe dann Sprache gelernt. Ich schon das Vokabular meiner Mama-Sprache verloren, weil ich nicht mehr in Lützburg da gesprochen habe. Und das Gefühl, was ich hatte, ich habe mich Männer für mein Geburtsland interessiert, nicht, dass ich überhaupt kein Interesse habe, das ist gar nicht der Fall, das besteht noch immer. Ich habe mich aber echt für Lützburg interessiert, was heute bei uns aufläuft. An dem Moment, wo ich die allerletzte, wo ich am Iran war, habe ich mich ein bisschen fremd gefühlt gehabt. Ich meine, das ist der Moment, wo ich kennt, wo sie sagt, okay, am Anfang warst du irgendwo entre les deux. Du bist kein 100% Iraner, aber du bist auch kein 100% Lützburger. Da wenn du bezeichnest ich mich als neue Lützburger. Als neue Lützburger, das ist nicht schön. Ich fange, ja. Aber das ist hier, wo ich mich daheim fühle. Ich fühle mich auch so. Sogar wenn ich aufhänge, auf Lützburg zu drehen, dann sage ich, du bist definitiv ein Lützburger. Also, wenn du Karkais im Moment vermisst oder so, dann bist du, die Integration ist gelungen. Das Iranisch, dir ist es besser als Lützburg. Also, Iranisch, Kichern ist immens vielfältig. Du kannst, ja. Also, du kannst, man kann bald kein Land machen. Alles ist besser als Lützburg. Leider. Hashtag Enskitsch. Wir sind vermuscht, ich war da drauf. Wir können eigentlich aber ganz gerne Persisch essen. Wow, ja, gerne. Basil. Ich kann ganz man gut machen. Man geht in ein Restaurant. So klein Fastfood zu essen. Ja. Ich kann aber auch Persisch kochen. Wow, Basil. Mama, wir kommen lang. Maja, ganz gerne. Obwohl. Wir machen wieder das. Egal. Nach 12 Fragen. Der Jacques will wissen, was hat dich motiviert, politisch aktiv zu gehen, das hat man vorhin schon. Und noch natürlich der Max Lenners will wissen, wie kriegen wir das Logementsproblem gelöst? Das haben wir auch schon gesprochen. Ja, der Max selber ist ein Logements-Expert. Ich ja, meine, den kennt er aber auch ganz gerne. Ja, also den habe ich um, wie heißt der, Klartext? Ja. Ich kann nur gleich du warst impressed. Ja, aber ich würde steuern, für und allem über steuern, kannst du viel bewirken. Ich habe ein paar Beispiele gegeben. Natürlich ist so Sachen wie Grundsteuer, die zu Lützburg aus Nazi-Zeit stimmt und wird nicht adaptiert gehen. Also okay. Peanuts, die Älteren, weil sie Besitzer sich freuen, wie viel sie Grundsteuer bezahlen. Das ist einfach lachhaft, weil das entspricht dem Wert, was sie was Gebäude demals an Nazi-Zeit dann theoretisch wert wäre, was Realitäten gar nicht entspricht. Und das müssen wir aufpassen. Und das gibt es verhindern, dass so Großgrundbesitzer auf Hektaren von Bauland sitzen, das nicht auf den Marsch bringen, weil das nicht an ihrem Interesse ist, weil das gibt ja, wenn das massiv auf den Marsch kommt, gibt das ja den Preis drücken und das ist pure Ökonomie, was spielt. Wenn das nämlich so interessant ist, dass Logement, also Immobilien an Terrain als Investitionsobjekt angesichert, dann könnt ihr aber ein bisschen an der Frau Führung kommen. Ich habe mir da doch ein paar Gedichte am Anfang, das ist so absurd, weil bei Wasser sind wir so allein, das ist ein Grundrecht, so vom Nestlevel Wasser kaufen. Das ist immer so, what the fuck, ne? Und Wunnen ist auch ein Grundrecht, weil so, okay, ne, du darfst nicht wohnen, weißt du, so. Du kannst so spekulieren, ob dein Wunnen, ob dein Wunnenrecht, so, das ist ein bisschen weird, aber bon. Und das ist einfach, der Max wird das auch thematisiert, zu Lützburg ist das enorm, weil all Jahr das Croissant so heiß war, dass sogar ausländische Firmen fangen, hier investiert haben, und also nicht, sorry, wir haben selber eine Logement-Krise und davon ist immens pervers, dass wir dann noch Spekulationen betreiben. Ja. Da muss irgendwann Politik Konsequenzen zeigen und ich hoffe, dass das auch irgendwann kommt. Das ist konkret, das ist Konsequenzen, einkehren nicht
Land brachlose für zu spekulieren, was Preis an Loot geht. Dat. Ja, definitiv. Und auch, dass das sich akkumuliert. Und das geschieht über Generationen. Das musst du irgendwo an den Griff kriegen. Aber auch, es gibt du kannst so Konstrukte bauen wie von der Investition, wo du nur gut nicht bezahlt wird, also relativ wenig bezahlt wird, wo du dein Terrain dort dran parken kannst. Das darf nicht sein. Das müsst bei alles, was die Immobilien noch geht, abhören. Sonst kommen wir aus der aktuellen Krise, die wir haben, nicht raus. Okay. Gut. Ja. Okay, und dann noch die allerletzte wichtige Frage natürlich. Kannst du den Idar Bucha? Ah, das ist den, den mich motiviert hat an Politik zu machen. Ah, ma. wie sieht das denn um richtig aus? Bucha. Bucha. Shoutout Idar. Voilà. Sing froh aus. Oh nee. Wer kann hier so ein krasser Player sein und aber sein Studien und Karriere hier kriegen? Oh nee, das ist nicht wahr. Also, gleich mal, es ist schon nicht viel Zeit. Nein, ich habe wirklich nicht viel Zeit. Wie gesagt, Player zu sein. Nein, also, wie ich da gesagt habe, bis 4 Uhr habe ich angefangen, als Attaché zu arbeiten. Und ich habe mich ja in meine Firmen gekümmert. Da gehen schon ganz viele Stunden drauf. Und Dualstudium, was nicht einfach ist. Ne? Du musst auch an den Drohnen bleiben. Zumal, wenn du willst, an den normalen 3 Jahren gerade zum Beispiel einen Aufschluss machen. Das ist nicht evident. Das ist viel Druck da. Mehr Konsequenz ist, dass du einfach nicht viel schläfst. Ja. An die Zeit, die dir übrig bleibt, da willst du vielleicht mit Kollegen sie feiern gehen, ein bisschen tanzen. Ein bisschen tanzen, für den Stress aufzubauen. Ja. Das ist machbar, aber nicht jeder Redenmenge, ich gebe das hier kriegen. Also, kommt man nach zur Gülle, froh. Ich will noch meine 3 froh, weißt du, die ich auch im Jana gestellt habe, die will ich so alle Jungen aus allen Parteien, aus allen großen Parteien stellen. Also die erste, was war das für dich Lützburg? Lützburg ist mein neues Zuhause, wo Dream können in Erfüllung gehen. Gut. Die nächste. Wenn selbst konkret kennst anderen hier im Land, was wäre das? Etwas. Das ist evident. Also ich gebe so eine multiple Krise. Klimakrise, Logementkrise und etwas, was könnte, das ist eine Sozialkrise. Und das hängt mit den Pensionen zusammen. Weil das Sozialsysteme auf Croissance basiert sind, an einer limitierten Welt mit limitierten Ressourcen, kannst du nicht unendlich wissen. Also alle drei hängen zusammen. Ja. Und das gebe ich ganz gerne eine falsche Chance, kriegen, ein gewählt zu gehen, thematisieren. Mehr konkret, weil der Donau los so, weißt du, so den Problem. Vier und allem Logementskrise. Klimakrise muss ich international meine schließen, aber Logementkrise, da das Haus gemacht, da das Milo. Das, was Politiker selber verbockt tun, und da kannst du wirklich selber direkt in den Pakt tun. Anhand von Gesetzen, Reformen. So. Ganz genau. Okay. Wieso hast du die Partei gewählt? Alles okay. Wie werde ich dann nicht bei einer anderen Partei? Yeah. Also, für zu so ganz viele Leute gesagt, wie bist du nicht bei der DP, wenn es im Entrepreneur hat, etc. Ich meine, für mich als DP schon für einen gewissen Teil von der Gesellschaft, die Entrepreneuriatsgestion, aber sie sind aber nicht unbedingt denken nicht, no front. Für die Kleinbetriebe da, einerseits, und für mich Bekämpfung von Ungerechtigkeiten, sozialen Ungerechtigkeiten, immens größer sind. Ich meine, wenn eine Partei erfroren die dann direkt einem abfällt, dann ist der LSAP, und das ist die Partei, wo ich mich am besten damit identifiziert habe. Und bis heute bin ich nicht bereit, für die schon getroffen zu haben. Wobei ich aber muss sagen, dass ich an anderen Parteien auch Kollegen habe, und ich respektiere die auch. Und Gott sei Dank haben wir ein Land, wo die Leute noch mit denen können schwätzen, wo Parteien mit denen noch können kommunizieren und nicht wie in Amerika hart auf Paar geht. Und ich meine, das soll auch so bleiben. Gut, Antwort. Gut. Gell? Ja. Gut. Ja, du kannst gerne Gott froh. Ja, den Gott froh. Hast du dir ausgedacht? Ja, schon dir ausgedacht. Ich hatte einen initial Gott froh. Der ist aber nicht viel gefallen an der Sendung. Was wäre dir gewischt? Du kannst aber noch stellen. Ja, also. Es war ein guter Politiker, der hat mir rot gehen, und das war der Mars, die Bartolomeo, die gesagt hat, Politik also am Folgen kein Sprint, mehr ein Marathon. Ich habe das am Anfang nicht verstanden. Man riecht mit der Zeit, hat das den Klick gemacht. Das wäre mein Gelle froh. Aber es wäre froh gewesen.
Ma ja, wat rot gewischt, okay. Me? Dazu ganz kurz, ja. Das ist effektiv bei allem, ne? Auch am Entrepreneurship. Richtig, das ist effektiv. Ganz genau. Ja, okay. Ganz genau. Me einfach ein Froh, die mir auffällt, Moment. Ma, wo ich den Ehrenmann schon annehmen tun, was war seine Funktion, und das habe ich kurz angeschnitten gehört, an der früheren Regierung, an der letzten Legislaturperiode, wo ich ihn dann kennengelernt habe. Das ist nicht so schwer herausgefunden, oder? Nein, das also, kann ich noch gut so nein, ich froh, Mann nun für das, falls ich. Was war die letzte Funktion von Mars di Bartolomeo, wie ich ihn dann kennengelernt habe, wo ihn dann mein politischer Mentor genoss? Also, ja, was kann ich gewonnen? Ich wollte etwas ganz Kreatives kommen. Ich habe schon kein Objekt dabei, aber ich wollte gerne eine Visite an der Chambre aufreihen. Dann mit den zwei. Natürlich, mit denen zwei an mir an, meine Visite. An als No-Leuchterer. Ja, da gebe ich ganz gerne so eine Visite mit dir zu machen. Ja, gerne. Also kann maybe eh gewonnen. Lo kein 100, aber ja. Vielleicht mehr gucken, auf wie viel ungefähr. Wir müssen ja die Administration da gucken, ja. Circa 5 können vielleicht gewonnen, also. Kriegst du etwas zu trinken an der Chambre? Ich kann nicht auch noch etwas zu trinken. Wir können uns kennenlernen. Wir haben hier die Chambre. Der Bottel hast du, gell? Den Juncker könnte dann kurz lachen. Ja, Jidarin. Ganz letztes Mal Politiklatscher. Nee, also vielmals merci für die Zeit, vielmals merci für das interessante Gespräch. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Vielmals merci Philipp, vielmals merci Gruppetto, dass wir heute davon abholen. Liked, kommentiert, bis nächste Kaya, we love you. Unsubscribed. Ciao. Ciao. Gut.